So, herzlich willkommen. Wir sind bei der goldenen 13. Das heißt, es ist noch nicht Freitag, aber schauen wir mal, ob irgendwas schief geht heute. Bei mir ist es heiß. Ich hoffe, bei euch ist es auch heiß. Dann bin ich nicht alleine. Bisschen. Passt schon. Passt schon. Wie war der Urlaub? Gut, danke. Schöne Bilder gemacht von der Umgebung, ein paar habe ich eh geschert. Du warst Im eh blauen lange, Himmel. oder? 2 Wochen waren das jetzt, ja. Genau. Okay, Also das hat sich. letzte Wochen war ich noch nicht dabei, weil ich einen anderen Termin gehabt habe. Ja. Ach so. Weil wir sind Irgendwie hat sich die das für letzte mich so Woche. angehört, dass du bist in Urlaub gegangen, ich bin in Urlaub gegangen, ich bin zurückgekommen, du warst weiter in dem Urlaub, weiter im Urlaub, weiter im Urlaub. Nee, da hat schon gepasst, ja. Na, letzte Woche war Firmentermin dazwischen, deswegen ist es am Mittwoch nicht ausgegangen, ja. Genau. Ja, und Aber jetzt ist der Bernhard im Urlaub, das heißt, die der Bernhard im Urlaub, ja. Quaternärs-Geschichten müssen wir sie aufheben für später. Genau, ja. Jetzt Für der Bernhard im September. Urlaub. Ja, Ich teile einmal kurz meinen Bildschirm. Das ist hoffentlich der richtige, ja. Geheimnisse habe ich keine, also fast keine. heute ist, by the way, der 12., ne? Ist mir vorhin ganz kurz aufgefallen. Dann Oh. oben im. Oh. Dokumentiert sie immer. Nicht lachen. So. Oh, es funktioniert auf Anhieb. Ich habe irgendwie die Angewohnheit, die Seite sehr oft zu editieren und irgendwann klappt mir das Ding das nicht mehr. Aber mein Gott, na. Ist das wieder, ist das neu? Na, es gibt schon Recap-Plan? lange. Das Schon gibt schon lange, lange. weil. Das habe ich mittlerweile total oft und muss jedes Mal Bilder ausführen. Okay, hallo? Genau. Ja, Servus. hallo. Hallo erstmal. Was ist wichtig? Ja, der beliebte Ex-Kollege. Was? Carsten, welcher Ex-Kollege? Magst du mit uns sprechen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er mag, dass du ihn mutest. Warum kriege ich jetzt das Meeting hier nicht mehr hoch? Ah, yes, ich habe wieder eine Zoom-Funktion gefunden. Dankeschön, Nico. Gerne. Ich Hast du ihn jetzt auch wollte. gleich gegangen? Na, ich habe nur Er auf hat Mute das Fenster nicht mehr gefunden, hat er doch gerade gesagt. Wahrscheinlich hat er es jetzt gedrückt. geschlossen und joint nochmal neu rein. Ist Okay. okay. Diese Technik ist Ja, ja auch kompliziert. es ist offensichtlich auch heiß beim Carsten und bei uns allen. Bei mir ist auch schön schwül. Das ist noch besser. Das ist richtig. Ja, gestern hat es einmal runtergehauen, aber Ja. das ist natürlich regional unterschiedlich passiert. Zum Thema Stress und so, nächste Woche ist KubeCon. Ich habe grundsätzlich schon vor, um 16 Uhr wieder am Start zu sein und ein paar Sachen zu diskutieren oder nicht, um irgendwas anderes zu reden. Die Woche drauf ist dann GitLab Commit am Mittwoch und die Keynote vom Sid ist genau um 16 Uhr oder um 16:03 Uhr oder so. Und da war meine Frage, also ich bin ja grundsätzlich da, ob wir das um eine halbe Stunde nach hinten verschieben wollen, ob wir es ausfallen lassen. Keine Ahnung, was ist da die gängige Meinung von den So Stammgästen? ein Live-Reaction-Video auf Sid's Keynote. Können wir auch machen. Nein. Also ich schaue mir das gern mit euch an. Also ich kenne das leider schon. Also ich werde einfach nichts sagen, okay? Nein, Na, wie wird's? ich freue Aber mich, ich freu mich schon ist der drauf. 27. nicht ein Donnerstag? Oder dann ist das Datum da auch falsch? Nee, du müsstest da mal schon auf irgendeine europäische Zeitzone umstellen, Niklas. Das war halt hilfreich. Weil du Ja, das merkst nämlich, dass Problem die, ist, ich habe mich weil da die um einen Standard, off by one, Entschuldigung. weil die Das ist nicht. Standardzeitzone, glaube ich, auf dem Schedule, der was da hinterlegt ist, ist, glaube ich, Los Angeles, wenn ich mich nicht täusche, weil es ist erst in der Liste. CST, wie cool ist. Und wenn du auf Berlin oder sowas umschaltest für die, dann Ja, ist die okay, ja. Keynote am 26. um 4 Uhr Nachmittag. Ja, das ist richtig. Achso, ich habe das eh da verlinkt. 16:01 Uhr da. Genau.
Und dann geht es halt im Endeffekt weiter und bis in die Nacht hinein. Dann gucken wir uns Mario seine Session gemeinsam an. Und der ist 19:30, glaube ich, ja, genau. Oh, das steht ja noch. Du weißt sogar, wann deine Session ist. Ich habe keine Ahnung, wann meine ist. Nee, vielleicht so um 3 Uhr morgens oder so für dich, damit es auch... Ja, genau, weil das die Uninteressanten, die müssen ja irgendwo... Da um 19:56 Uhr, das ist genau zum Hauptabendprogramm, können wir es anschauen. Brandtime. Hätte ich noch ein bisschen Tigers Show mit einblenden können in die Session. Ja, das kann man natürlich auch machen, dass man sie den Zoom-Raum offen lassen und dann machen wir halt ein bisschen parallel GitLab-Commit-Analyse oder quatschen eine Runde. Ja, auf jeden Fall. Moderator. Audio Description. Das klingt genau naja, vernünftig. Wir können auch Tweetstorms und andere Geschichten koordinieren und loslassen, so ist es nicht. Bei mir ist es nur so, ich muss dann am nächsten Tag relativ früh wieder aus der Hapfen, weil, Entschuldigung, aus dem Bett aufstehen, ich sollte nicht wienerisch reden, um 8.33 Uhr haben wir eine Network-Session. Da muss ich dann live am Start sein. Ansonsten, ist früh? Ja, das ist früh, weil es ja 24/7 geht. Also. Okay. Genau, ja. Also bei mir wird so sein, dass ja Mittwoch, also wir können gerne um 4 Uhr Nachmittag uns da einklinken, das finde ich ja eine coole Idee. Danach bin ich nochmal offline, weil um 19:30 Uhr bin ich dann ja online, weil ich da ja die Einladung kriege, werden wir am Tag eben nachher in den Chatraum sollten Anfragen bestehen zu befüllen. Ja. Ach, das haben wir ja auch noch. Das haben wir auch schon wieder vergessen. Oh Mann. Korrekt, das ist korrekt. Und danach bin ich wahrscheinlich dann auch eher offline dann, ja. Also so schaut es bei mir wahrscheinlich aus nächste Woche Mittwoch. Weil am nächsten Tag um 8.30 Uhr habe ich das gleiche dann nur einmal. Achso, das ist um 8.30 Uhr bei dir, okay. Das ist dann um 8.30 Uhr nur einmal. Ich ja, da können wir gleich zweimal zuschauen. Ein Double Whopper. Ein Double Whopper, ah, stimmt. Das heißt, ich sitze dann in meinem Networking-Raum und du machst parallel einen Vortrag. Geil. Ich bin quasi parallel im Vortrag, ja, genau. Also. Sehr gut. Hast dich geklont. Also machst gleich zweimal die Vorträge. Das ist. Der William hat gesagt, hat ein paar Slots zu vergeben. Dabei eingeteilt. Na, passt. Das ist okay. Super. Also, das ist eine super Anerkennung, wenn der Talk zweimal kommt. Also. Kannst vom ersten Mal, was du falsch gemacht hast, gleich beim zweiten Mal verbessern. Genau. Na, ist ja pre-recorded, da lässt sich nicht mehr ganz so viel verbessern. Das ist alles live. Live. Du hättest geschnitten. Also, wir haben gut zusammengeschnitten bei uns. Echt? Also ich muss sagen, ich hab das Stil gehabt. Also ich weiß nicht, ich habe am Lauf gehabt. 23 Minuten wir haben viel Demo gemacht und dann haben wir halt dann doch mal ein paar Logs gezeigt und dann sind da ein paar so Zeilen durchgerutscht und dann kam die Anfrage aus dem Marketing, ob man nicht diese 800 Millionen Zeichen, die da gerade durchgerutscht sind, einfach rausschneiden könnte, weil dann sieht das einfacher aus. Ja, okay. Das Marketing hat sich alle Videos angeschaut, interessant. Also ich muss sagen, aus meiner Sicht, die waren noch nie dabei, aber aus meiner Sicht war ich schon top organisiert. War super. Also, wie die letzten Jahre auch. Und so und zwar Practice-Sessions und Betreuung und alles, also das muss ich sagen. Gut ab. Ja, ich hab mich ein bisschen rausgehalten, weil ich zu viel zum Lager gehabt habe. Aber ich habe darauf vertraut, dass alle anderen und dass meine Kollegen einen super Job machen und was ich so höre, haben sie es auch gemacht. Ich glaube, dass jetzt nichts mehr großartig schiefgehen kann. Außer, dass man vielleicht die Zeiten im Scheduler oder in dem Dings falsch anhakelt. Aber man kann sich da mit Google einloggen auf der Seite, auf dem Sketch-Dingsbums. Dann kann man sich jetzt seine Sachen zusammenklicken. Genau. Ich glaube nicht, dass um gibt's zwei oder noch. Sorry, ich wollte nur sagen, gibt es da eine gute App für, die dir dann Notifications auf dem iPhone oder Android rausballert, wann die Sachen losgehen? Ja, das war bei die On-Prem-Sessions, so KubeCon und DockerCon, immer ganz praktisch, das Chat.com-App, das ist schwer, irgendwie einen Überblick zu behalten. Ja. Ja. So gut funktioniert, ja. Aber gut, wir können ja dann einfach gucken, machen wir dann einfach ganz normal auf der Commit und während die Keynote läuft, schauen wir uns die Keynote an.
Und dann schauen wir, was wir sonst noch so bequatschen haben. Also es gibt sicher einige Sachen, die vielleicht in der Keynote drin sind, die interessant sind oder Sachen, die uns spontan einfallen. Oder wir lesen auf Twitter irgendwas, weil ein Hashtag wird es ja auch wieder geben. Also GitLab Commit gibt es ja schon. Ich habe vor, dass ich mich da ein bisschen vergnüge auf Twitter und generell halt schauen, dass man alles, was man irgendwie lernt, halt mit anderen teilt und vielleicht finden sie ein paar neue Leute, weil ich weiß jetzt nicht genau, was die Teilnehmerzahlen aktuell sind, aber ich glaube, sie sind zwischen 5.000 und 7.000. Nett. Und das ja. geht sicher nur weiter nach oben, weil es ja ein freies Event ist, also weil es virtuell ist, geht es ja leichter. Naja, und ich weiß zwar, dass in Europa Ferienzeit aktuell ist. Ich meine, ich wäre auch lieber im Urlaub jetzt, als jetzt die nächsten 3 Wochen eingespannt. Aber es ist natürlich schön, wenn alles virtuell geht und man muss sich eigentlich nicht aus dem Haus bewegen. Nein, das Timing ist nicht so schlecht, finde ich. Also, jetzt, ja, könnte wesentlich schlimmer anliegen. Ja. Also 16 Uhr ist für die Keynote, für Europa ja. Könnte schlimmer gehen, sagen wir mal so, ja. Ja, also ich kenne auch Keynotes, wo ich halt um 10 Uhr am Abend angefangen habe oder halt um 7 Uhr in der Früh oder wie auch immer. Oder um 1 Uhr am Morgen und so, ja, genau, ja. Also kann man alles haben. Wo du normalerweise aufstehst, wenn du einen Flieger erwischen musst nach Amerika. Aber ja. Nein, ich bin schon gespannt. Ich freue mich auf eure Vorträge und auf das, was sonst noch kommt. Und ich bin natürlich auch gespannt, was sie produkttechnisch alles tut, weil ich kenne zwar ein paar Geschichten oder ein paar Sachen, die jetzt kommen, aber ich kenne auch nicht alles. Und ich finde es immer super erklärt, wenn das jemand anders macht. Das hat mich auf der GitLab Commit in London nämlich fasziniert, wie die 5000 verschiedenen Features in einer schön komprimierten Form vorgestellt worden sind. Ohne, dass ich es gleich kaufen wollte. Also es war jetzt kein Product Pitch, sondern es war informativ. Okay. Ja gut, dann machen wir das so und KubeCon, weiß jetzt nicht, wer von euch dabei ist, aber kann man ja rundherum dann aufhängen, das Thema. Ja, da muss ich bei mir nochmal gucken. Ich habe noch keine Zeit gehabt, meine Agenda zusammenstellen. Also wenn sich das zeitlich ausgeht. Ich weiß auch noch, ich hab ein Ticket auf jeden Fall gekauft. Also ich gucke einfach, wie ich das zeitlich irgendwie dann unterkriege und welche Talks und so. Oder wir gehen auf den Vormittag, weil ich glaube, die beginnt erst mittags, dass wir einmal auf den... Die ist ja dann schon, also die Mittwoch, die läuft ja ab Dienstag an, also montags sind noch Workshops, ganz normal, und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 3 Tage. Ich muss ehrlich gestehen, ja, ich habe auch ein Ticket, ja, aber vom Schedule her habe ich noch nicht so wirklich was gefunden, wo ich sage, das muss okay. Ich bedingt. Okay, ich habe also noch nicht mal 10 Schedule geguckt. Es ist, ja. Es ist viel. Ich habe mal alles einmal rausgesucht, was irgendwie Prometheus interessant ist, aber beziehungsweise kannst du da rumklicken, Observability. Das Ding für mich ist, ich habe noch ein paar andere Geschichten so zu tun oder zu machen. Das heißt, ich kann mir auch nicht alle Vorträge anschauen. Und was sollte ich jetzt sagen? Am Vormittag wird prinzipiell gehen, nur wenn wir sie um 16 Uhr auf einen Café treffen und halt schauen, was wir reden können und nicht, können wir sagen, nach einer halben Stunde, okay, wir uns ist Fahrt, wir machen gar nichts. Aber sagen wir so, KubeCon passiert wahrscheinlich sehr viel, aber halt wahrscheinlich dann erst, wenn du das siehst. Ich glaube, dass von GitLab ein Kubernetes Agent kommen wird, beziehungsweise wird gerade diskutiert in Tickets drinnen, aber da muss ich mir auch noch Gedanken drüber machen, wie das jetzt genau funktioniert und was dann alles neu und bunt und schön ist. Was interessant vielleicht dabei ist, also wenn man sich jetzt ein Ticket theoretisch kauft, kriegt man auch nochmal 50% auf den CKA oder den CKAD und der CKA wird nochmal im September komplett nochmal geupdatet für Kubernetes 1.18. Nochmal mehr, da wird auch inhaltlich nochmal mehr auf Troubleshooting eingegangen. So, das heißt, man kommt dann bei einer Summe von $200 raus anstelle von 300 und hat halt nur ein Konferenzticket. 225.
Ja, und ich glaube, es gibt ja auch einen kostenlosen Teil, ne? Also für die, die kein Ticket haben. Ich glaube, Keynotes und Sponsor Sessions und noch irgendwelche gibt es auch für Kosten für Oma. Ja, wer weiß, wie es sonst ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das halt normal hast du ja am Ende des Tages die Videos, hast du ja alle online auf YouTube kostenlos bekommen. Alle Sessions. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das Online-Event, weil ich glaube, das ist halt auch somit das nächstgrößere Livestream-Event, was jetzt langsam stattfindet, ne? Anzunehmen, ja, bei KubeCon. Also. Definitiv. Ich weiß jetzt gar nicht, was sonst noch an größeren Geschichten kommt, weil die Infra-Ops von O'Reilly, die ist ja komplett gecancelt worden. Oder Velocity hatte früher geheißen. Naja, und die ganzen Geschichten, die AWS Invest kommt jetzt irgendwann. Ja, die wird denke ich auch riesig sein. Event hast du. Ja, ich hab's nicht wirklich auf dem Schirm. Ich weiß, dass am 1. September die DevOps Days Chicago sind. AWS Invent ist November, Ende November. Schritt da. Okay. Ja, es gibt ein paar Konferenzen, die sind abgesagt worden, komplett. Dann gibt es welche, die machen so einen Mix aus vor Ort und online. Finde ich ein bisschen komisch, aber okay. Naja, und sagen wir so, ich persönlich fahre jetzt sowieso nirgendwo hin und mache dann Event Attending oder andere Geschichten. Also. Okay, krass, die KubeCon NA, die ist auch schon virtual. Ja, die ist auch schon virtual. Ja. Da stand nämlich noch erst im Raum, dass sie noch in Boston stattfindet. Aber die haben ja auch die CSE ist ja auch schon gecancelt. Ja, das ist schon so, das haben sie vor ein paar Wochen gecancelt, haben sie die schon auf virtuell geschoben, die KubeCon NA. Okay. Was ja eine gute Entscheidung ist. Also ich glaube nicht, dass in der Größenordnung. Die haben ja auch, wie gesagt, also es hätte mich auch gewundert, weil die ja schon für nächstes Jahr Januar oder Februar ist ja diese Consumer Electronics, die CSE, das ist ja so, glaube ich, die größte, generell eine der größten Veranstaltungen und die haben sie ja schon auch gecancelt, obwohl die im Februar oder so erst nächstes Jahr stattfindet. 2021, glaube ich. Dann. Ah, CES war das, oder? Ja, dann genau, CES, ja. Consumer Electronics. All Digital. Das wird, also sagen wir so, was ich persönlich glaube, ist, dass wir uns in Zukunft mehr auf virtuellen Konferenzen bewegen. Wir werden zwar hundemüde sein dann noch, aber diese ganze Geschichte mit Abendevent und Socializen und sowas, das wird sich ein bisschen überholen in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Ja, das Problem, was ich halt sehe, ist gerade so wie beim KubeCon Schedule ist halt, es gehen viele Community-Themen oder Tracks ein bisschen unter momentan, kommt mir vor. Ja. Die GitLab-Commits da hinhauen, da ist ja ein Haufen drin. Ja. Gerade was DevOps-Culture oder GitOps-Culture oder Culture-Themen im Generellen sein. Ja. Aber das, was früher schon auch bei der KubeCon auch interessant war, eben so die Community-Tracks, was heuer genau nur einer, mehr oder weniger, ja. Das ist nicht so viel, sage ich mal. Das ist halt sehr deep technical teilweise da. Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, und das war jetzt, obwohl da letztens schon wieder öfter getwittert, so ein bisschen, als ich es mal so nur überflogen hatte, ist halt, dass es jetzt immer mehr wieder vendorlastiger wird. Ne? Also, dass halt Leute ihre Produkte einfach verkaufen wollen und sagen dann nur, hey, wir machen die 3, 4 Features in dem Sinne und deshalb sind wir besser als die anderen, so nach dem Motto. Ja, das ist mir auch aufgefallen, ja. Also, so wie ich jetzt ein bisschen so drüber gescannt habe, ich habe jetzt nicht alle Vorträge im Detail jetzt durchgeklickt, ja, sondern nur so wie zu Überschriften gescannt, ja. Habe ich auch das Gefühl, dass das in die Richtung geht, ja. Es wird halt mehr Mainstream, ne? Glaube ich. Ja, Mainstream ist ja okay, ja, das ist ja nicht das Problem. Aber naja, aber dadurch kommen halt dann auch viel mehr Produkte dazu und dann fängt halt dieses ganze, ich sag mal, Feature-Fucking an. Ich kann 2 Sachen mehr als du, Geschichte. Okay, das ist ja das Problem. Und der Rest, so, wie soll ich sagen, jetzt die non-technical Tracks, die was halt für mich zum Beispiel, ja, weil ich es mal gerne anhöre, ja, und gerade was eben die ganzen Social-Dinge auch anbelangt, ja, und die Erfahrungen und die Teambuilding-Sachen und so weiter, was total interessant waren, ja, die
fehlen mehr oder weniger oder zumindest mehr als wie früher, ja, die fehlen sehr. Ja. Für mich halt persönlich. Ja, ja, ich finde halt, also. Weil da habe ich immer viel mitgenommen, muss ich ja persönlich sagen. Ja. Also gerade so wie bei der DevConf in Tschechien, wo ich zweimal oben war, ja, da waren halt einige von diesen Art Talks auch dabei und das war halt echt interessant. Ja. Also für mich halt total interessant, ja, wie sind Communities aufgebaut, ja, gerade Online-Communities, ja, was ist denn so toxische Inhalte, wie wird damit umgegangen, was gibt es für eine Strategien, was kann man machen? Das war halt schon irgendwo interessant. Ich finde es halt total wichtig, gerade für Tech-Communities. Darüber zu reden, Manni. Ich finde halt also auch darüber zu reden und vor allem auch in Person darüber zu reden, weil das nochmal ein bisschen was anderes, finde ich, halt ist. Ja. Aber das kann auch sein, dass ich einfach ein anderer Typ dafür oder anders empfänglich bin, weil das fand ich halt auch, wenn man irgendwie dann, ich glaube, das ist den vielen Leuten so, also dass man dann irgendwann auch mehr die kleinen Konferenzen halt in dem Sinne wertschätzt, als die großen, weil das irgendwann dann halt nur noch so Massenabfertigung gefühlt halt ist. Und so hast du auf kleinen Konferenzen, so wie kleinen Meetups, hast du mehr das Gefühl, dass du halt noch mehr Chance hast, halt mit den kleinen Leuten halt, also mit allen Leuten halt auch zu reden. Weil bei 10.000 Leuten oder so wird das halt auch irgendwann schwierig. Ja. Oder und die Leute sind einfach so terminig so voll, dass es irgendwie dann auch nicht mehr geht. Genau, und das ist, glaube ich, der Punkt, ich glaube, den, was du ansprichst jetzt auch. Auch wenn du vor Ort bei einer Konferenz bist, ja, und du hast gerade irgendwie vielleicht jetzt nicht irgendetwas Deep Technical, was du dir gerade anhören möchtest, dann gehst halt auch in einen Track, der interessant klingt, auch wo du vielleicht gar in Drängungen wärst. Ja. Wenn es online ist, dann, so wie wir jetzt alle auch diskutiert haben, dann kannst du dich nicht ausklinken von der Arbeit. Ich sag's einmal so, ja. Das heißt, du musst entscheiden, ja. Also du musst deine Schüsse im Revolver quasi, ja, was du jetzt wirklich mitnimmst, halt echt hart planen, ja. Ja. Stimmt. Und ich glaube, was ich noch dazu sagen wollte, ich glaube, was halt so ein bisschen da wirklich dran verloren geht, ist halt, wie du halt schon sagst, dieses Plan halt, dass so zufällige Gespräche kommen halt einfach dann nicht mehr so hoch zustande, ne? Also, dass man dann, man steht in der Kaffeestange oder so, oder man setzt sich irgendwo dann halt hin und dann trifft man auf einmal die Person nur so durch Zufall und hat halt total interessante Gespräche und ich weiß halt einfach noch nicht, also das ist einfach, weil ich einfach noch gar nicht weiß, wie das halt in Zukunft halt dann so aussehen soll. Oder wie sich das halt anfühlt, vielleicht. Da fehlt mir halt einfach nur die Vorstellungskraft, glaube ich, für. Aber ich glaube, da gibt es halt so Sachen, wie es wir bei der, wie heißt das Ding wieder? Gleich die interne GitLab-Konferenz, die Contribute. Da gab es so einen Slot, wo dann im Prinzip irgendwelche Leute zusammengewürfelt wurden. Also, dass du dann einen One-to-One für 10, 15 Minuten mit irgendjemandem hattest. Aber da gehen halt dann auch viele Leute und sagen, ja, warum soll ich das tun? Aber ich glaube, das sind so die einzigen Optionen, wo du dann jemanden irgendwie mal kennenlernen kannst oder reden kannst. Ohne genau, das war zum Beispiel bei DockerCon, muss ich persönlich sagen, eine coole Sache, das mit diesen Hallway-Tracks, ja. Das war irgendwie interessant, ja, weil da haben Leute einfach wie wir, ja, sag ich mal, irgendwelche Ideen, was auch immer, ja, sagt, sie nehmen sich das Slot, eine Viertelstunde, stellen sich das hin, wenn wer kommt, ist gut, wenn keiner kommt, ist auch okay, so nach dem Motto, ja, aber wenn niemand gekommen ist, dann hast du halt mit anderen Personen dort unterhalten, wenn dann noch wer gekommen ist, dann waren die ja interessiert, ja. Also muss ich sagen, total spannend, ja, wird halt zum Beispiel in Michael Irvin und so weiter kennengelernt, dann, ja. Auf den wäre ich sonst wahrscheinlich nie getroffen, ja, durch Zufall, also außer in der Kaffeeschlange, ja. Keine Ahnung, ja, aber was interessant das fehlt momentan ist, ein bisschen, finde ich. Ja, die DevOps Days mit Open Spaces. Weil früher war ich eigentlich nicht so der Fan von einem Open Space, aber wenn du dann halt einmal siehst, welche Themen halt quasi am Vormittag wild an die Tafel geschrieben werden und am Nachmittag kannst du halt über, was weiß ich was, Monitoring, Security oder irgendeine coole neue Projektidee reden. So habe ich damals, also ich glaube, ich war nur zweimal oder dreimal dort, aber ich habe halt so viele neue Kontakte und liebe Leute kennengelernt. Dass man das halt schon, das kann man nicht unbedingt vergleichen jetzt mit einem Zoom, Breakout Room oder anderen Geschichten. Ich glaube nur, dass es extrem schwierig wird, gerade die größeren Events in so einer Größenordnung überhaupt nur zu machen. Mhm. Und das Zweite, was ich glaube, ist, dass, sagen wir so, wenn du jetzt eine gute Online-Community über die Monate pflegst, was wir jetzt da gerade machen, wenn du dann in die Meetup-Geschichte wieder reingehst oder halt sagst, keine Ahnung, wir treffen sie irgendwo in Rosenheim
oder in Salzburg oder irgendwo anders. Und jeder, der halt kommen mag, kann mitmachen. Wir machen es ja. Warte, entscheid. Nee. Ja, okay. Wir machen dann ein Buch, wo wir uns auf der Landkarte treffen. Wahrscheinlich dann in Wien, weil dort ist auch schön. Da gibt es einen guten Kaffee. Na, aber wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, wir machen irgendwas gemeinsam. Wir machen ein Skiwochenende oder wir machen keine Ahnung was. Irgendwas, wo du halt sagst, man trifft sie und man kann Zeit miteinander verbringen und ein bisschen technologisch quatschen. Das hat, glaube ich, das hat einen gewissen Charme und einen gewissen Reiz. Ist aber halt natürlich weniger zu einer Konferenz und zu einem Track gekoppelt, sondern das ist halt so die bisschen die Meetup-Geschichte. Ja, also was mir immer noch, das ist auch, was mir einfach jetzt so auffällt, also was mir hier auch jetzt wieder gerade auffällt, was man ja auch manchmal hat, wenn man ein Gespräch mit mehreren Personen ist, reden manchmal auch zwei Leute ja so untereinander noch trotzdem, obwohl das Hauptgespräch weitergeht. Und das geht halt, also ich weiß nicht, wie das hier gehen soll. Also das fällt halt direkt auf. Und es stört halt die anderen halt so direkt, weil man kann ja nicht sagen, wir reden jetzt einfach nur leiser, dass der andere dann halt lauter wird. Und dafür gibt es, glaube ich, halt keine technische, also weiß nicht, ob es so für eine technische Lösung gibt. Du kannst eine App dafür entwickeln, da wird es sicher reichen damit. Ich habe schon eine bessere Idee. Ich brauche halt eine AI dafür, die, wenn ich in Meetings bin oder so, dass ich die ganze Zeit das einfach nur stumm gestaltet habe. Und wenn mein Name fällt, dass ich dann weiß, dass ich nur dann antworten muss. Ja. Dann sage ich einfach nur ja oder nein. Das reicht ja meistens schon. Und da hoffen, dass halt keine Frage Kontext. War. Ne? Ja. Genau, ja. Nein, oder die mir dann direkt schon eine Summary zusammenfrisst oder das dann einfach live captioned, obwohl das könnte man ja machen. Man könnte ja einfach das Meeting muten, einfach die live caption anhaben, dann sieht man den Text und sobald der Name drin fällt, kannst du dann einfach darauf einspringen, dann im Kontext halt sagen, was du dazu sagen willst und kannst in der Zeit halt andere Sachen machen. Ist halt dann die Frage, ob das Meeting noch so sinnvoll ist. Okay. Also ich glaube auch, solange die Situation so ist, wie sie ist, glaube ich, müssen wir damit umgehen, sage ich einmal, ja, und das Beste daraus machen. Das glaube ich, das machen wir eh alle gern und probieren wir es ja eh. Ja. Eine Dauerlösung, glaube ich, wird es nicht werden, ja, weil es fehlen für mich einfach gewisse Dinge drumherum, ja, und auch gewisse Arten von Kommunikation und Themen auch, ja, die man schwer in so einer großen Konferenz einfach unterkriegt, ja, sinnvoll. Ja. Es fehlt da ein bisschen, ja. Was aber auch noch sein kann, und ich glaube nämlich, dass die KubeCon und Elasticon und DockerCon viel zu groß geworden sind, weil ich fühle mich bei einer gewissen Masse an Menschen einfach unwohl, das macht mir keinen Spaß. Das stimmt. Also sagen wir so, ich bin eigentlich introvertiert, aber hin und wieder extrovertiert. Und mir fällt das dann schon in gewissen Kreisen, also keine Ahnung, 500 Leute vor dir stehen und so, ja, wie fange jetzt ein Gespräch an? Keine Ahnung. Meistens kennst du halt irgendwen schon dort und der bringt dich dann halt in ein Gespräch rein. Und im besten Fall ist es Englisch, da fällt es dann nur leichter, in ein Gespräch reinzukommen, meiner persönlichen Erfahrung nach. Aber ich glaube halt, dass sie diese Riesen-Events halt auch überholt haben. Und dieses, ich muss alles, was ich an Neuigkeiten habe, in eine große Konferenz reinpappen, das funktioniert auch nicht mehr strategisch, weil du halt eigentlich eh schon alles im Internet stehen hast oder halt zu einem gewissen Zeitpunkt announced hast. Und dass du jetzt halt hinarbeitest auf eine KubeCon oder keine Ahnung, Elasticon und halt nur auf der Konferenz vorstellst, dass du halt ein super neues Security-Feature gebaut hast, das wird es, glaube ich, in Zukunft nicht mehr spüren, sondern du musst halt deine Marketingstrategie ja umbauen. Ich glaube, sprich es aus. Ich glaube, dass es sich vielleicht wieder in die Richtung bewegt, kleinere Camps und Meetups. Das glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Das wird die Zeit wahrscheinlich das nächste Jahr zeigen, wo es hingeht. Ich würde dir ein bisschen darin widersprechen, das, was wir auch vorher schon festgestellt haben, weil wir machen gerade halt in dem Sinne Technologien oder Sachen, die halt relativ mainstreamiert sind, weil es gibt halt einfach verschiedene Typen auch. Also es gibt ja die Leute, die sehr early adopten, halt sehr frühen ganz neue Technologien, die halt bahnbrechend sind oder halt auch sich für solche Sachen dann interessieren. Das sind dann meistens kleinere Gruppen und irgendwann kommen immer mehr Leute hinzu und dann entfremden die sich wieder davon. Das ist wie bei allem eigentlich dann auch und die machen dann wieder was anderes. Und ich glaube, so ist es halt jetzt, wo wir gerade in diesem Zyklus sind, dass wir halt jetzt sagen, okay, es wird immer größer. Deshalb, es gibt ja auch Leute, die da sich nur hingehen, um sich halt generell mal zu informieren, die nicht die ganze Zeit ständig halt sich selber
Sachen und so. Das ist ja auch alles valide, sind ja auch valide Use Cases, die da dafür sind. Ich glaube, beide Ansichten, glaube ich, haben etwas für sich und beide, glaube ich, treffen zu, ja, weil einerseits gibt es natürlich die großen Konferenzen, damit Besucher ganz allgemein die Möglichkeit haben, quasi ein Parameter zu bekommen, was sich in der Blase der jeweiligen Technologie gerade tut, ja, so wie bei KubeCon, das ist ja völlig legitim, glaube ich. Andererseits, da bin ich auch bei Michael, ja, brauchen aber die Konferenzen irgendwie schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, ja. Irgendwo, ja. Also entweder ist es mehr Community oder ist es mehr Open Source oder ist es mehr, keine Ahnung, dann doch Deep Technical, ja, aber auch genau mit dem Anspruch dann, ja, zu sagen, okay, es ist eine Konferenz, wo Konferenzen oder Tracks zwar wichtig sind, aber es ist eigentlich eine Workshop-Konferenz oder sowas in die Richtung, ja. Also diese Ausformulierung, glaube ich, der Konferenzen wird wichtiger werden, ja. Ja, und vielleicht auch, weil du gerade Community gesagt hast, ein bisschen mehr wieder Fokus in die Richtung. Also dass es halt ja. Nicht jetzt um, wie sagt man, um ein Community-Projekt an sich geht oder um Feature XYZ, sondern dass du zum Beispiel, so wie die FOSDEM aufgebaut ist, halt verschiedene Themen-Tracks hast, wo du natürlich drauf schauen musst, dass sie nicht überlaufen sind, weil gewisse Räume kommst du halt einfach nicht rein. Absolut. Du musst die Konferenz halt wahrscheinlich mit, keine Ahnung, $50, $100 ausstatten. Das ist halt alles, was gratis ist, da geht man einfach hin, weil es da ist. Du musst halt versuchen, eine gewisse Balance an Teilnehmern und an den Möglichkeiten, Räumlichkeiten zu schaffen. Und das ist, glaube ich, die größte Challenge für die ganzen Leute, die jetzt Konferenzen organisieren müssen, weil momentan geht das halt einfach nicht. Ein paar gehen zwar die Schiene und sagen, naja, wir gehen jetzt in ein Hotel rein und das geht schon irgendwie, aber ich fühle mich unwohl, wenn ich mir jetzt unter einer gewissen Gruppe von Menschen mit Maske und Sicherheitsabstand, das geht schon alles irgendwie, aber ich habe keinen Spaß dabei. Gehe ja dorthin, weil ich mit Leuten reden will und mich unterhalten und ein bisschen sozialisieren. Und was interessant werden wird, ist, die Konferenzen, die momentan 1.000 Euro, 2.000 Euro für die Teilnahme nehmen würden, wenn die jetzt auf $100 oder gratis runtergehen, das wird ja nie mehr irgendwer sagen, nee, geht es dann auf die nächste 2.000 Euro Konferenz in 2 Jahren. Das wird nicht passieren. Ja, das wird auch stark, genauso wie du sagst, davon auch abhängig sein, ja. Ob das mit dem Community-Faktor wieder mehr dann kommt, ja. Also, wie gesagt, ich war ja eben wieder in Tschechien oben, ja, und da war zum Beispiel Art Track for Education. Der fehlt komplett bei den Konferenzen. Dieser Track, wo im Endeffekt darüber Vorträge sind, ja, wie man Technologie auch auf Education-Basis auch weiterkriegt, ja. Ich meine, ich bin jetzt kein Lehrer oder so, ja. Ich glaube, ein bisschen dazu aufgrund der Familie, ja, aber das habe ich mir trotzdem angeschaut. Die Tracks waren boom, voll, ja. Also, echt, komplett voll, ja. Weil das ist, glaube ich, schon aus so dem Gebiet, wo ich sage, ja, da muss man sich auch darüber austauschen, ja, weil wir sind alle tief drinnen, ja, in unserem Aquarium, sage ich mal jetzt in dem Fall, ja, aber wie bringt man das Wissen weiter, ja? Und da habe ich total viel mitgenommen, ja, dass Projekte, keine Ahnung, so Coding Labs for Kids, das eh noch schon mehr oder weniger Standard ist, aber wie verbindet man das, keine Ahnung, mit Feriencamps und so weiter. Was kann man dort machen? Was kann man anbieten? Wie bringt man den jungen Menschen auch die Technologie näher? Vor allen Dingen nicht bei, also im Sinne von Coden, sondern näher einfach. Ja. Das ist gar nicht einmal so easy, cheesy, ja, weil die ganzen Tech-Tracks, da sind meistens eh Leute drinnen, die schon einen gewissen Plan haben von der Materie, sage ich einmal. Ja. Aber so ein Tracks, die sind halt die, was wir momentan halt schon abgehen. Ja. Das ist interessant. Weil ich in eine ähnliche Richtung schon letztens einmal gedacht habe und wir haben jetzt auch wir machen im Endeffekt für Kinder oder versuchen es einmal für Kinder am Track zu machen, wo es halt darum geht, sich kennenzulernen, vorzustellen, ein bisschen das Tanuki auszumalen, die Tanuki-Geschichte zu machen und halt auch versuchen, einen Content zu schaffen und sagen, naja, was interessiert jetzt am 3- bis 9-jährigen quasi eine Ama und auf der anderen Seite, wenn du aber in die älteren Semester, es klingt blöd, wenn du jetzt einen 14-Jährigen dafür begeistern möchtest, programmieren zu lernen, wie fängst du denn an?
Ja, genau. Wenn in der Schule halt nichts da ist oder Informatik halt so, ich weiß jetzt nicht, was die aktuellen Lehrer können, aber zu meiner Zeit wurde es halt so selbst beigebracht und geht schon irgendwie. Wenn das halt nicht hundertprozentigen Fokus hat, wie du ein Kind oder einem jungen Menschen was beibringen kannst. Ja. Und gleichzeitig sagst, es muss so einfach wie möglich sein, der Zugang. Also es darf jetzt nicht dran scheitern an einem Notebook, an Internetzugang, an Logins, die Hölle kompliziert sind mit den ganzen E-Learning-Plattformen und anderen Geschichten. Ja, oder eben, dass dort dann auch Leute sind, die vielleicht auch aus der Erfahrung bereits etwas beizutragen haben, zu erzählen, was funktioniert, ja, oder was bei ihnen funktioniert hat im Endeffekt, ja, weil die Konferenzen haben ja den Charme, sage ich mal, ja, dass man ja eigentlich, warum man sich hier Tracks anhört, ist ja, warum man, dass man aus der Erfahrung ja von anderen lernen kann, ja. Weil Erfahrung zu bekommen, das dauert ja lang, bis man Erfahrung aufbaut, ja. Also, ich werde nie vergessen, KubeCon, Keynote gleich war das irgendeine, was kann der Niklas wahrscheinlich sagen, welche, ja. Aber wie man sich prächtig mit der Form kann, so wie bei Spotify einfach mal zwei Cluster wegschießen, ja, so USA und Europe und dann war nur mal Asia übrig, ja. Wenn man an der Form State-File halt Änderungen vornimmt, sagen wir mal so, ja. Wenn man das einmal gehört hat, das vergisst man nie wieder. Und wenn man dann mit der Form etwas zu tun hat, dann wird man daran denken, hey, da hat irgendwer mal irgendwo auf der Bühne erzählt, macht auch. Kann man schon machen. Macht auch, ja. Aber an das denkt man, das bleibt dann in dem Gedächtnis. Und das ist die Erfahrung aus meiner Sicht, die man ja von anderen mitkriegen will, ja. Weil das ganze Deep Technical, ja, super, ja, alles cool, aber das ist, kann man nachlesen, das kann man. Aber die Erfahrung, ich glaube, die kann ich nicht nachlesen, die Erfahrung steht nicht im Internet. Da habe ich zu gestern oder heute Morgen, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall einen sehr interessanten Tweet, was genau in diese Kerbe halt einschlägt, auch lesen, den muss ich mal raussuchen. Da war jemand, die ist halt, die schreibt für Apache Beam, ich weiß gar nicht selber, was Apache Beam jetzt ist, ist halt auch eine Programmiersprache und so. Mal gelesen, ja. Und dass sie so gesagt hat, hey, wir haben jetzt so Probleme gelöst, aber niemand weiß, dass wir diese Probleme gelöst haben eigentlich so, weil niemand so Blogposts darüber hat. Und nur weil es keiner macht, ist sie noch ganz oben halt so im Ranking, so nach dem Motto. Ja. Und das ist halt auch der Punkt, einfach Sachen so zu teilen und auszutauschen. Also es ist, und irgendwann, das ist ja der Punkt, dass wir einfach mittlerweile in dieser Thematik sind, dass wir viel leichter halt schneller Wissen auch transportieren können oder halt jemand anders zur Verfügung stellen. Vielleicht kommt der auf eine ganz andere Idee. Also es gibt halt so viele verrückte Beispiele dabei auch. Zum Beispiel halt Lukas Karlström, der TubeADM-Erfinder, der mit 15, 16 hatte keine Ahnung von Kubernetes, konnte sich programmieren, hat sich selber dann Programmieren beigebracht, fand dann Docker Swarm relativ gut, hatte ein paar kleine Pis und hat einfach dann einen einfachen Kubernetes-Installer einfach selber programmiert und sich einfach selber beigebracht. Ist wahrscheinlich auch noch ein Ausnahmetalent, kommt auch noch hinzu. Aber was ich zeitgleich so ein bisschen schwierig finde, und das merke ich auch an mir selbst, ist die Technologie, dass die Technologie natürlich alles einfacher machen will, im gewissen Fall. Und manchmal denkt man dann gar nicht mehr so viel drüber nach, wie viel das eigentlich bedeutet oder warum das dann auf einmal im Hinterhalt so komplex ist oder so, weil irgendwie die Sachen zu commodity werden. Das ist halt auch die Frage dann wie bei Informatik oder so, weil Informatik oder generell diese ganzen Technologien nehmen ja auch immer mehr Platz in unserem Leben ein, wenn man es noch weiter sieht. Dass man halt, weiß ich nicht, also dich interessiert ja eigentlich nicht jetzt, welche App halt gerade auf deinem Handy gerade funktioniert oder so. Wie kann man jemanden dafür gerade motivieren, sich einfach mal ein bisschen mehr Zeit zu investieren, um sich da mal mit ein bisschen mehr auseinander zu beschäftigen? Ja, genau, und da denke ich, das sind eben auch so eine Tracks, so wie du immer sagst, auf der DockerCon, wo der, keine Ahnung, oder war KubeCon, wo der sein Kubernetes-Cluster auf irgendwelchen Bewässerungsmaschinen in Amerika on Edge drauf installiert hat, weil damit spart er dann effektiv einfach Wasser, ja. Und da reden wir nicht von 2 Liter Wasser, da reden wir von viel Wasser, ja. Das sind die Felder, viel Wasser, ja. Und das sind so Sachen, die haben halt technisch, da war halt nichts Technisches drinnen, was das meine, also kein Deep Technical, sondern es hat einfach mich halt zum Beispiel darüber oder inspiriert, dann darüber nachzulesen, ja, was tut der da überhaupt, ja, und wie kommt der überhaupt auf die Idee, ja, das so zu lösen, ja, und völlig strange, ja, und genauso wie du sagst, das fällt dann ab, ja, wie kriegt man Menschen dazu, generell die Technologie interessant zu finden, ja, und sich das irgendwie, wo liegt das, warum man sich anschauen sollte, einfach, ja. Also ich glaube,
das ist halt nicht, jetzt ist, ich glaube, man kann es noch wieder weiter runterbrechen, da ich in Psychologie halt keine Erfahrung habe oder so. Es gibt halt einfach auch verschiedene Lerntypen, auch Menschen, die halt verschiedene Motivationen haben. Da haben wir auch schon mal so drüber geredet, mit intrinsischer Motivation. Ich will es einfach halt verstehen, wie es halt ist. Oder ich bin halt nicht der Typ, den es halt dann gerade so interessiert und sagt, okay, für mich funktioniert das und ich komme klar. Und es gibt, glaube ich, einfach die Menschentypen auch. Also das ist halt ja auch nicht von mir ab. Aber wie kann man daraus halt den meisten Gewinn halt für alle halt erzielen? Dass man halt ich glaube, das ist halt dann interessant, so eine Balance halt zu finden, dass man halt zum einen Teil halt Leute hat, die intrinsisch motiviert sind, das heißt, die ist aus dem Inneren, weil sie einfach neugierig vielleicht sind und weil sie immer wissen wollen, was der nächste Schritt ist, und andere Leute, die eher so beharrlicher sind und sagen, okay, für mich ist das soweit ausreichend und ich komme damit klar. Und ja, genau. Ich denke, da liegt jetzt, oder das ist ja, glaube ich, der Punkt von Konferenz, warum wir alle gerne dorthin gegangen sind, ja. Um den roten Faden zu finden, um den Startpunkt zu finden, um irgendwas Neues, was jemand schon gemacht hat, eben überhaupt losstarten zu können. Ja, weil klar sind wir jetzt gerade wieder in der Phase bei Kyanitz und so weiter, das wird dazugebaut, ja, und viele, die was jetzt da nicht so mit dabei sind, ja, oder vielleicht die Möglichkeit haben, sich das jetzt dann alles von bottom up, sage ich ganz ehrlich, reinzupfeifen, ja. Die fangen gar nicht damit an, weil die sind schlicht und ergreifend erschlagen. Ja. Die haben keinen Startpunkt. Ja. Deswegen finde ich so bei GitLab eben, weiß nicht, wie das heißt, damit diese GitLab-Code oder wie das heißt, wo man Issue nehmen kann, eben, um dann mit dran zu arbeiten, damit man irgendwie zu dem ganzen Themengebiet dazukommt, wo man nachher ein Mentorship hat, wo einem jemand reinhilft in das ganze System, ja, um dort contributen zu können und so weiter, recht interessant. Ja. Und für mich und ich glaube auch für viele andere ist das mitunter auch ein Grund, warum man zu Konferenzen geht, ja. Weil da ist halt irgendein Irrer, ja, der hat sich schon 3 Wochen lang eingesteigert, ja. Der hat sich schon irgendetwas reingepfiffen von A bis Z, ja. Und der kann jetzt drüber reden, ja. Und dann kann ich mir zumindest, aha, okay, der hat die Quelle oder die Quelle verwendet und aha, die Idee hat er gehabt und da ist auf die Nase gefallen, das brauche ich nicht machen, weil im gleichen Fallstrick nehme ich nicht nochmal. Da komme ich irgendwie in Starten, ja, weil die Sachen einfach nicht kompliziert sind, das will ich nicht sagen, aber halt komplex in der Sinne vom System denken. Ja. Es sind halt so viele Dinge miteinander verwoben, dass es für Außenstehende schon extrem schwer ist, da irgendwo reinzufinden, ja, auf einer gewissen Ebene. Ja. Das erinnert mir an eine Story von Distributed Tracing. Ich habe nie verstanden, ich habe nie gewusst, was das ist. Und wie dann der Gian Arpaster auf Twitter, der früher bei InfluxDB gearbeitet hat, der hat das in seiner quirligen Art und Weise mit seinem italienischen Englisch so motivierend dahin erzählt, obwohl das eigentlich Traces an sich ja eigentlich nicht so super spannend sind, dass ich zum ersten Mal verstanden habe, warum man das braucht. Aber ich hätte mich selber jetzt nie damit beschäftigt. Und ich habe, glaube ich, auf der Open Source Data Center Konferenz von NetWase habe ich so viel gelernt über Puppet, Ansible, Ops, Data Center, Cube, whatever, VM, Container, schieß mich tot. Aber also mein ganzes Fachwissen aus den letzten Jahren ist eigentlich von Konferenzen gekommen. Und ich habe halt dort ein bisschen mitgeholfen und Raumwächter gemacht und moderiert und dann habe ich gleichzeitig in die Vorträge reingesetzt und dann einen Blogpost geschrieben, damit ich das Ganze halt nur mal mir ins Hirn blase. Und mir hat das extrem viel geholfen, mir einfach auf Vorträgen irgendeinen Tracker zum Beispiel anzuschauen, weil ich keine Ahnung gehabt habe, wo es jetzt kommt. Genau. Und dann zu sagen, klingt interessant, was sie da mit Kubernetes machen, aber ich habe keinen Dunst, wie ich da anfangen soll, aber ich habe jetzt zumindest einmal einen Knackpunkt, einen Startpunkt. Ja, genau. Wo zum Beispiel das ganze, also für mich persönlich, das ganze Kubernetes-Thema, das ist so komplex, so kompliziert, dass ich für mich selber keinen Anwendungspunkt finde, oder ich habe mittlerweile einen gefunden, aber früher sitzt da vorne und denkst du so, okay, Docker habe ich schon nicht ganz verstanden, jetzt soll ich Kubernetes und das YAML auch noch verstehen, gibt es nicht irgendwas Fertiges? Ja, gibt schon, aber das abstrahiert halt wieder so viel weg, deswegen bin ich kein besonderer Fan von K3S und Ketchup und Arcade und anderen Geschichten, das sind super Technologien und das macht alles einfacher. Aber ich würde doch verstehen, warum man da hinkommen ist. Ich würde doch den Startpunkt, den du angesprochen hast, ich will verstehen, warum man das macht oder warum sie Google vor
10 Jahren hingesetzt hat und Borg entwickelt hat, was dann Kubernetes irgendwie geworden ist. Warum haben die das gemacht? Ja, genau. Und das ist ja genau die Story. Die kriegst halt oft, oder bis dato war es halt oft so, für mich halt auch eben bei Konferenzen halt so ein bisschen mit, ja, das ist das Fleisch quasi am Skelett für mich, ja. Wo man einfach irgendwo einen Zusammenhang erkennen kann, ja, oder irgendwie was mitkriegt. Oder wenn man nur einen Namen mitnimmt, den man dann googelt und dann wieder was neu oder dann vielleicht den Start findet, den man gesucht hat. Ja. Schwierig. Was ich auch noch interessant finde, aber das ist, liegt natürlich auch dann an dem, der es präsentiert oder präsentieren darf, klassische Use Cases von Firmen, weil da wird auch mit Wasser gekocht, was man so weiß. Und wie letztens die Kollegen von Pesla quasi wie mit den Webcasts mit ihnen gemacht habe, wie sie halt im Cloud-Team Kubernetes und CI/CD adaptiert haben und dann halt alles im Prinzip von Jenkins auf GitLab CI/CD migriert haben und wie dieses Denken halt gekommen ist, weil es fängt halt ein kleines Team einmal an, baut Technologie und dann übernimmt es die komplette Firma und die Infrastruktur mehr oder weniger. Aber du musst halt, irgendwer muss halt der Hero oder der Vorreiter sein. Und dieses, ich bin der Vorreiter, ist super, aber du musst natürlich im Hinterkopf haben, ich muss es irgendwie dokumentieren, ich muss jetzt Leute spitz machen drauf oder halt sagen, ich muss anfixen, sozusagen, ich beschreibe dir in einem Blogpost oder in einem How-To-Video, wie geht das? Wie kannst du jetzt zum ersten Erfolgserlebnis schnell kommen? Wobei die Frage, wie geht das, ist die eine Frage, ja, die aus meiner Sicht, das habe ich auch jetzt gelernt durch die Aufzeichnung auch mit GitLab, ja, die wesentlichere Frage auch mit dem William diskutiert ist, warum sollten sie es machen? Ja? Was ist der Benefit für jeden Einzelnen dahinter, die Transition wirklich zu machen? Ja? Das Warum ist oft das, was heute fällt, ja, also oft fehlt, sagen wir mal so, ja, weil viele Vorträge, die kommen mit der Lösung, ja, aber nicht mit dem, warum haben sie überhaupt dieses Problem gehabt, ja, und warum haben sie es lösen müssen, ja, dass die Lösung dann da ist, ist, yay, Daumen oben, super, perfekt, ja, aber wo ist die Intention herkommen, ja, warum hat es gelöst werden müssen, war es zu wenig Leid, war es zu komplexe Technologie, war es zu wenig Nachvollziehbarkeit, war es ein Sonnenwind oder ein Erdbeben, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht, ja, aber das Warum fällt einfach oft. Ja. Warum tut man sich das an? Ja. Warum startet man sowas überhaupt? Das macht man nicht zur Gaudi. Ja. Also es macht die Arbeit, also meistens sehr viel. Ja. Es muss ja irgendwo was wehgetan haben. Ja. Also meistens den Stachel ziehst du ja nur dann aus der Fußsohle, weil ist ja scheiße beim Gehen. Ja, oder ein Kunde hat das Problem gehabt. Ja. Ja, also. Wird, also genau, das Start with a Why, also gibt es auch einen sehr coolen TED-Talk von Simon Sinek darüber. Also ich glaube, der ist halt auch für diese neue Revolution dann ist du da, aber ich muss halt auch manchmal, das ist auch vielleicht ein bisschen beruflich bedingt, halt einfach Leuten halt auch manchmal, genau, warum müsst ihr das machen? Und wenn man jetzt aus der beruflichen Sicht dann kommt und dann auch ein bisschen, muss man ja auch ökonomisch, also welchen Value bringt das halt deinem Business halt? Also es muss einfach nicht jeder Kubernetes machen. Ist einfach so. Also wenn du das Produkt nicht hast, was dafür gebaut ist, warum solltest du es tun? Genau. Also das ist dann zwar schöne Technologie, aber sie bringt halt dann kein Value. Und eine Firma arbeitet nach kapitalistisch, da muss Geld erwirtschaftet werden am Ende des Tages. Und da muss man das in dem Kontext halt bringen. Genau, ja, und das mit dem Kontext, ich glaube, Kontext ist da das Stichwort, ja. Oft fehlt Kontext. Also bei vielen Dingen einfach, da fehlt einfach der Kontext, ja. Also auch bei, das habe ich auch irgendwann nochmal getwittert, ja, auch bei Blogposts, ja, die super sein, dass es überhaupt jemand irgendwas schreibt zu einem Thema, ist sehr super, ja. Aber es fehlt dann oft auch der Kontext von etwas, was halt einfach in dem ich seinen Kopf, gleich bei mir, ja, dann einfach eh schon klar ist. Ja. Ist eh klar, ja, dass das so und so funktioniert. Du schreibst dann nur das hin in den Blogpost, was dann wirklich die Highlights sein, ja, aber jemand, der was das dann liest und du das dem sagst, das haben wir mal ausprobiert, ja, mit unserem jungen Kollegen, dem war das nicht klar, was das heißt, was dort steht. Ja. Der hat genau keine Ahnung gehabt davon, ja, wo er das jetzt dann überhaupt anbringen soll, das Wissen. Ja. Für uns war es eh klar, ja, aber für viele ist der Kontext überhaupt gar nicht klar, ja. Also den Fallt einfach drumherum, ja. Was mir noch eingefallen ist vorhin,
Wir haben, glaube ich, für die Contribute eine Challenge gehabt, die Dokumentation zu verbessern von GitLab. Und eines der Themen ist, dass wir diesen der Why bzw. diesen Use Case an vielen Stellen nicht drinnen haben. Und das Problem hat, glaube ich, jede Doku der Welt, weil du den Use Case erst danach findest, wenn es die User tatsächlich ausprobieren oder sie verwenden das Feature so, wie du es nicht designt hattest. ist mir bei Singer des Öfteren passiert. Wo du dann halt mehr oder weniger, das ist ein extremer Aufwand, brauchst da gute Community rundherum, du musst wissen, was da gerade abgeht und dieses ganze Feedback von, keine Ahnung, Kunden, Community musst du dann halt wieder dem Docs-Team zurückführen, beziehungsweise Produktmanagement und anderen Leuten. Wenn du aber halt alles in derselben Person bist, dann ist das halt extrem kompliziert und extrem schwierig. Ja. Aber ich finde es irrsinnig wichtig, zumindest zu versuchen, warum schreibe ich gerade diese Doku oder warum schreibe ich gerade den Blogpost, warum sollst du das überhaupt lesen? Die nächsten 10 Minuten, die oben drüber stehen. Und ich würd liebend gern mehr How-to-Blogposts schreiben oder irgendwas machen, aber das sind keine 2 Stunden, die du investierst, das ist ein halber Tag, ein Tag, ein 2 Tag, wo du halt wirklich qualitativen Content halt auch dann mit deinen Gedanken halt ausformulierst. Selbst wenn du einen Braindump machst, das dauert einfach. Ganz ehrlich, das ist auch, also ja, ich habe einen Kollegen eben einen Operator geschrieben für unseren Ingress-Controller, Kubernetes, bla bla, heile Technik, klar. Aber darüber einen Blogpost zu schreiben, ja, der mehr als wie nur die nackte Technologie einfach beleuchtet, ja, das ist ein Aufwand, ja, der kostet wie 2 oder 3 Tage, ja, durch. Ja. Und genauso wie du sagst, es wäre aber wichtig, das zu tun, ja, weil das, was ich da rein investiert habe, und zum Beispiel eben mein Kollege, ja, das ist alles, dieses Know-how über das Internet zusammen zu generieren und auf einen Punkt zu bringen, ja, davon könnten andere viel profitieren, nur muss ja die Erkenntnis da sein, ganz im Generellen, ja, dass das ein wichtiger, aus meiner Sicht zumindest wichtiger Bestandteil von IT, also von Informationstechnologie heute ist, ja, dass genau darauf auch Ressourcen angewendet werden müssen, ja, weil sonst geht das wieder verloren und jeder findet das Rad wieder neu, ja. Nur, das ist gar nicht so einfach. Ja, also was ich angefangen habe, ist, weil mir einfach die Zeit fehlt, um jetzt viele Blogposts zu schreiben. Entweder mache ich Snippets irgendwo, die dann halt nur für meine Zwecke zurzeit gültig sind oder Git-Repo. Ja. Oder ich versuche dann einen Mini-Workshop daraus zu bauen. Das heißt, ich sammle mal die Informationen und versuche das dann halt in einer Übung umzuformulieren. Das ist natürlich auch mit Aufwand verbunden. Aber es sind genau die Varianten, die aus meiner Sicht ja funktionieren. Ja, ganz klar. Ich habe ja Dokumentation drüber. Nur die ist halt so geschrieben, wie, also das Problem, wenn du ein neues Thema anfängst oder für die ist ja, du lernst ja, während du das Thema umsetzt. Das heißt, du startest ja bei wenig Wissen, ja, 0, 10%, keine Ahnung, irgendwo halt auf einem normalo Level, sage ich mal, ja, nur indem du die da reinsteigerst, das 7 Tage lang machst, bis es fertig ist, ja, bootstrapst du dir ja selber wieder Baron von Münchhausen. Quasi ziehst du dir ja selber im Prinzip aus dem Sumpf heraus, ja, nur wenn du die dann rausgezogen hast und für die eh alles klar ist, ja, müsstest du eigentlich ein Review machen und das dann sinnvoll, genauso wie du jetzt gesagt hast, mit der Dokumentation und so weiter, dann und dem Use Case dann repetitiv dann wieder hinschreiben, ja, oder in der Rücksicht, in der Rückschau wieder hinschreiben, damit da jemand anders wieder den Einstieg findet, weil du bist schon mit der Rakete schon abgehoben und bist schon wieder irgendwo zum nächsten Planeten unterwegs. Man selber meine ich damit. Ja. Was hilfreich ist, aber das ist auch sehr, sehr zeitaufwendig, ist mit Azubis oder Trainees zu arbeiten, also Pair-Programming-Sessions zu machen, im Sinne von der eine macht oder der andere, das ist völlig unabhängig von der Rolle. Und dann halt mit dem Wissen, was du schon hast, weil du wirst es ja weitergeben, Aufgaben zu stellen oder die Aufgaben auszudenken, die einmal funktionieren, manchmal funktionieren es absichtlich nicht, aber du brauchst halt auch dieses goldene Händchen dafür. Wenn dir das keinen Spaß macht, solche Aufgaben zu definieren oder so Mini-Workshops zu bauen, mir macht das irrsinnig viel Spaß, aber es ist ein extremer Kraftaufwand, sich in jemanden hineinzuversetzen, der keine Ahnung oder der frisch damit anfängt. Wie motiviere ich den? Und was ich zum Beispiel gelernt habe im GitLab-Trainings in den letzten Jahren,
ein komplettes YAML interessiert keinen. Keine Chance, fange nicht an damit, schmeiße es selber weg. Also ich habe lange Zeit nicht gewusst, wie mit CI/CD anfangen soll. Und naja, Jenkins und so weiter, XML, da habe ich sowieso keine Lust drauf gehabt. Und dann, Katastrophe. Keiner. Und dann sitzt du halt vor diesem YAML und überlegst so, jetzt mal Docker-Container, okay, muss ich es gegeben annehmen, kann ich jetzt nicht erklären, was das ist, Sandbox. Was führe ich denn aus? Mache ich ein Echo? Führe ich irgendein komisches Skript aus? Schreibe ich ein Check-Plugin? Nein, das ist alles viel zu komplex. Und ich habe dann irgendwann angefangen, einfach mal ein Exit 0 zum einen schreiben, damit das grün ist. Und dann haben wir gedacht, naja, sind wir doch fies, schreiben wir ein Exit 1 ein, dann ist es nämlich rot. Und dann ist ein Fragezeichen im Kopf. Und das Fragezeichen im Kopf kann ich mit der nächsten Übung lösen, indem ich sage, jetzt ändert es doch einmal in ein Nuller. Und dann hast du die Glühbirne im Kopf und derjenige, der es ausprobiert, freut sich und sagt, oh geil, so einfach ist es. Und dann geht es halt weiter. Also diese kleinen, ich gebe dir jetzt ein Keksi oder ich gebe dir jetzt quasi eine Belohnung dafür, dass du halt weitermachst. Ja, das genau. Sind die Dinge, die wir brauchen, weil ich kann mir jetzt nicht 10 Seiten Block durchlesen und sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden, genau. Sondern ich brauche das zwischendrin. Aber genau ja. das, was du gerade erzählt hast, das wäre eigentlich das Thema für einen Talk. Weil genau das, was du erlebt hast und deine Erfahrung, warum du es so machst, das ist ja das, was interessant ist. Und wovon ihr genauso jetzt erlernen, ja, wieder, weil ich habe schon ähnliche Sachen gemacht, ja, wenn du in einer höheren technischen Schule einmal über Docker referierst, Docker 101 machst, dann ist das was anderes, ja, als wie auf einer Community-Konferenz, ja, weil das läuft anders, ja. Und das sind ja die spannenden Sachen, ja. Und das hört man ja selten, muss man ganz ehrlich sagen. Was ich dir ans Herz legen würde, ich kenne jetzt den Inhalt des Talks nicht, aber vorher hat er von mir die Schulungen übernommen, also die GitLab-Schulungen. Und okay, ich habe das alles geschrieben und designt und hin und her, aber ich habe dann bei den letzten Schulungen, die wir gemeinsam gemacht haben, bei einem Kunden in Frankfurt, habe ich gelernt, wie man das auch erklären kann. Also mit so Keksen in Schubladen und anderen Geschichten. Und so sitzt du da, also Git Add und Git Stage und Commit und sonst was. Und ich habe das halt immer brachial technisch mit, ich zeichne es auf und geht schon irgendwie erklärt. Und dann auf einmal sind es die Kekse, die Weihnachtskekse, die in Schubladen drinnen sind. Und dann so, okay. Ja, vielleicht solltet ihr einfach die Klappe halten und vollredet jetzt einfach weiter. Und dann so spielerisch kommt man dann zu dem hin. Und wie es dann darum ging, bei der Committee interessante Vorträge zu haben, haben wir überlegt, das wäre doch was man, also wenn mir das in Erinnerung geblieben ist, das war doch interessant. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo im Schedule der Talk sie versteckt, aber ich würde euch empfehlen, oder wir schauen uns gemeinsam an. Gut, ja. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich habe da sehr hohe Erwartungen, ich hoffe, dass sie sich natürlich erfüllen, dass wir da was lernen. Ja, auf jeden Fall. Ja, vor allem genau das Gleiche, was du gesagt hattest, habe ich halt auch mit den GitHub-Schulungen gemacht, die ich auch gehalten habe, dass ich gemerkt habe, und das fand ich das Interessante damals an Docker, weil Docker gesagt hat, hey, es muss nicht komplex sein, ihr könnt erstmal einfach starten, dann gucken wir uns die Tiefe an. Mhm. Also dann machen wir erst den Deep Dive. Also nicht immer, wir fangen mit dem ganz Komplexen an, dann steigen schon viele Leute aus. Und das ist bei Kubernetes einfach der Fakt, weil das einfach nochmal ein ganz anderes Level einfach ist. Das eine sehr hohe Lernkurve erstmal hat. Also erstmal eine Wall und dann rutscht es halt runter und wirst halt wieder immer schneller und kommst in den Hockeystick vielleicht rein. Je nachdem. und das ist mir auch so aufgefallen. Manchmal, das ist halt aber dann auch Erfahrung und auch wie man das selber, glaube ich, auch so ein bisschen angeht, dass man sagt, hey, wir müssen es in kleinen Stücken. Und das habe ich das Problem dann wieder in kleinen Stücken, dass das jeder versteht. Das Problem ist nur dann zeitgleich bei so Blogposts, oder das ist für mich persönlich dann so, okay, ich weiß das jetzt alles so im Groben, aber wie kann ich jetzt das noch so schreiben, dass es jeder danach auch noch versteht und dass ich nicht zu viel Zeit darin investiere, mir nur den Kopf dazu zerbrechen, dass es halt irgendwie jemand anders halt versteht, was dann halt so ein bisschen im Perfektionismus halt am Ende des Tages halt endet. Und ich glaube, da habe ich mir jetzt einfach das vorgenommen, ich mache es jetzt einfach öfter und schreibe auch einfach nur Braindumps oder so, stelle die halt auch einfach raus und wenn sie einer liest, liest sie einer, wenn nicht, nicht. Aber es ist halt da.
Und dann ist die Königszeit, ist halt wie bei allen im Leben, man muss nur googeln können. Wenn man googeln kann, hat man eigentlich keine Probleme. Google-Hacking. Oh, Grocking. Nee, Dorking heißt das. Also wenn du die Google mit so speziellen Keys und so kannst. Also wenn man... Doppelpunkt. Wenn man googeln kann, ist das ja gutes Stichwort. Wie googelt man richtig? Und warum sollt ihr richtig googeln? Und was ist überhaupt richtiges Googeln? Ja? Also da könnten wir auch noch einmal einen Track drüber machen, weil das ist, klingt für uns trivial. Ja? Sind wir jetzt schon, sagen wir, älter? Nein! Nein. Ich fühle mich einfach wie junge 18. Von daher passt aber das. Nur gefühlt, Alter. Wir haben ja im Prinzip unser Denken ja auch, das muss man halt vielleicht auch mal so sagen, ja, oder es dürfte wahrscheinlich auch so sein, ja, irgendwo haben wir das Google-Denkmuster, also von der Suchmaschine Google, meine ja in unseren Köpfen gespeichert, ja. Weil wir wissen ja schon, wie man die Suchmaschine, welches Keks die Suchmaschine braucht, damit es schön brav wow macht, ja. Also, Exempel. Aber das ist ja alles Erfahrung, Leute, hallo? Jetzt haben wir... Ja, über 15, 20 Jahren Erfahrung haben wir uns das quasi ja antrainiert. Ja, das ist ja konditioniertes Wissen. Ja. Wenn du heute jemanden fragst, google mir mal was, ja, oder filter mir aus einer Dokumentation, die hat 8 Seiten oder 10 Seiten oder 20, ja, oder ganz ein plakatives Beispiel, ja, aus der Doku-Dokumentation, ja, irgendwas raus, was ich suche, ja, eine Capability von der Netzwerk, ja, sucht dir da 2 Stunden in der Doku. Weil er eine Fertigkeit hat, die Doku zu scannen. Ja? Das ist nicht ganz trivial. Ich hab da eine Geschichte für dich oder eine Geschichte für euch. Ich bin ja technisch ziemlich tief drinnen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel einen GitLab-Account auf Twitter erwähnt mit einer technischen Frage, dann geht im Hintergrund irgendwo ein Zendesk-Ticket auf. Es steht da irgendwo im Handbuch beschrieben, wie es genau funktioniert. Und unsere Community Advocates kümmern sich dann drum. Das Problem ist aber meistens, dass es halt so eine technische Frage ist oder geht so ins Detail rein, dass du anhand von Keyword-Matching relativ schwierig drauf kommst, was du damit machen sollst. Das heißt, du kannst nicht relativ schnell antworten und sagen, passt, danke, erledigt, sondern es involve an Expert. Also du musst jemanden anders fragen, der sich auskennt im besten Fall. Weil wenn du jetzt schnell mal googelst, sagst du halt, keine Ahnung, es geht um GitLab CI, findet man 1000 Ergebnisse, aber nicht das, was man braucht, warum es die Docker Registry mit Image XY nicht geht. Und überhaupt zu wissen, was ein Docker Registry dann ist. Und das ist so richtig, also das ist natürlich ein Timesink für mich. Aber mich fasziniert es, jemanden beizubringen. Deswegen nehmen wir dann die Zeit manchmal und schreibt dann, was ich, wenn eine Anfrage kommt. Ich habe jetzt gegoogelt, ich bin zu dem Ergebnis gekommen. Das übrigens, das habe ich in Google eingetipselt und das sind immer 5 Begriffe oder mehr. Aber ich versuche jetzt sozusagen, auch wenn es jetzt dann nur in Slack oder in irgendwelchen Issues drinnen ist, quasi dem Gegenüber zu vermitteln und sagen, schau her, du kannst das auch. Du musst nur wissen, welche Keywords, dass du jetzt in deine Suchmaschine reinklopfst und ich kriege dann halt 1000 Ergebnisse. Also die erste Seite mache ich mal halt mit Command und Mausklick einmal auf, um dann halt zu lesen. Und es wird sich nie was dran ändern, wenn ich es immer selber mache. Weil die Person, der andere muss dann immer zu mir kommen. Wenn ich es aber zusammenbringe, dass die Person, die jetzt technisch vielleicht nicht hundertprozentiger Experte sein wird, aber ich möchte zumindest schaffen, dass man sagt, ha, das habe ich schon mal irgendwo gelesen, das habe ich gelernt. Ich habe zwar keine Ahnung, was ein Registry ist, aber ich kann das quasi zuordnen zu der Dokumentation oder zu dem Blogpost. Wenn ich irgendwann einmal den Level erreiche, dass bei uns alle Community Advocates oder wir gemeinsam das erreichen, dass das funktioniert, ist es eine gute Möglichkeit, quasi das Wissen weiterzugeben. Und das betrifft jetzt nicht nur Community Advocates, das betrifft im Endeffekt dann jeden. Und das kann ja dann jeder davon profitieren. Ja, klar. Ist natürlich sehr zeitaufwendig. Aber Michi, da schreibe ich dann Blogpost freiwillig für das Googling, weil ich habe so vielen Leuten Googling beigebracht. Weil du brauchst nur 2 Dinge können. Das Minuszeichen ist das Wichtigste von allem. Wenn du suchst, definitiv hast du nicht suchst. Und die wichtigste Erkenntnis, keiner hat gesagt, dass beim ersten Mal Suchen richtig sein muss. Ne? Ja, man muss halt den Kontext einfach umändern manchmal. Das ist halt, glaube ich, der Clou. Also manchmal bringt die Wortkombination nicht das, was du draußen... Und du musst mittlerweile tierisch aufpassen, was du davor gesucht hast. Ja?
Also manchmal ist es auch gut, wenn du auf startpage.com dann gehst, ja, wo nicht deine eigene Filtersuchblase nämlich schon zuschlägt. Ja. Und dann die gleichen Suchworte noch einmal eintippst, ja. Da reicht man halt nicht einmal ein Inkognito-Tab, ja, weil du in einer, sagen wir mal, großen Unternehmen arbeitest, wo viele Menschen über den gleichen Internetausgang googeln. Vor allem die Werbung, sehr toll. Dann kannst du dir davon sicher sein, dass du, wenn du es dann über startpage.com oder über irgendein Proxy oder wurscht, irgendetwas anderes machst, ja, dann plötzlich Suchergebnisse findest, die du sonst, bin ich fast überzeugt davon, nur entweder sehr schwer oder gar nicht gefunden hätte. Das typische Beispiel ist bei meinen Kollegen oder so, die sagen, die finden dann das nicht. Oder wo hast du das her? Ich habe gesagt, ich habe nur mal Google benutzt. Wenn die dann DuckDuckGo, weil der Index ist einfach nicht so groß wie bei Google, dann finden die einfach die Sachen nicht. Ist richtig. Ist richtig, ja. Das ist total verrückt. Aber ist mittlerweile echt schräg, ja. Echt schräg, ja. Aber das ist halt auch generell, glaube ich, ein Echtzeitproblem einfach. Und da kann man, glaube ich, für wirklich ein Produkt bauen, wie man halt gefiltert oder sehr gut seine Informationen kriegen möchte, die man sich irgendwie auch systematisch irgendwie aufbereiten kann, dann abarbeiten kann. Weil es einfach zu viele Kanäle am Ende des Tages sind und zu viele Informationen. Wie kann ich sie am effizientesten in meinem Zeitrahmen halt auch noch verarbeiten? Oder kann es vielleicht sogar in eine Maschine sogar tun. Das wollte ich zuerst schon sagen, wie der Michael eben gesagt hat, wie er sucht, ja, aber in seinem Kopf, so wie bei uns allen, ja, das muss man sich einmal gedanklich vorstellen, ja, da laufen ja Menge an Prozessen ab. Ja. Wenn du irgendwo einen Link aufmachst, wie Michael gerade gesagt hat, ja, dann ist das ja nicht nur den Link aufmachen zu lesen, sondern das Erste, was man automatisch tut, wenn man Erfahrung hat, ist, man schaut aufs Datum von dem Link her. Ja. Und alles, was einmal älter ist, wie eine gewisse, da hat jeder seinen eigenen Threshold behauptet, ja, das kommt auf das Deck. Dann später schaue ich es mal an, wenn ich keine anderen Suchergebnisse mehr finde, ja, dann schaue ich nochmal dort vorbei. Ja. Aber wir sind ja Weltmeister drin, im Prinzip den Haystack, also das Hay abzutragen, damit wir nachher die Nadel finden. Ja. Also wir suchen ja nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern wir tragen ja einfach den Stack ab, ja, hardcore. Und das in einer Geschwindigkeit. Ja. Wir machen im Endeffekt, also was ich gerne mache, ist ein Git bisect im Endeffekt. Ich sortiere genau. So lange Probleme weg, die nichts mit dem Problem haben. Ja, also ich variiere auch meine Suchbegriffe, weil irgendwann findest du halt dann, dass der Memory Overflow eigentlich mit Stack irgendwas Corruption, Ding Dong hat. Und das, was halt auch viele Leute, also was mir aufgefallen ist, wenn jetzt eine Frage zum Beispiel im Forum kommt, mit irgendeiner Fehlermeldung, das Erste, was ich mache Copy-Paste von der Fehlermeldung, 1-1 in Google. Und dann schaue ich mir, was kommt. Genau. Ja, vielleicht in Anführungszeichen. Oder ich lösche irgendwelche Zahlen raus, die keinen Sinn ergeben, weil es die Zeichen sind. Aber das ist schon wieder. Das ist schon wieder Erfahrung. Weil, oder du nimmst dann Stacktrace von Java, ja. Du hast irgendwann Erfahrung, wie viel Teil du von dem Stacktrace weglöschst, damit du das eigentliche Problem findest. Aber. Jetzt kommt gleich das Regex. Ja, genau. Ja, weißt du, Mann, das ist schon. Kopfregex. Also, ja, genau. Anders Beispiel, wir deployen unser Blog mit CI/CD und GitLab und so weiter, alles da drinnen. Das heißt, wenn da irgendwo in dem Frontmeter Header das YAML nicht passt, dann wirft er eine Ruby-Exception. Naja, dann scrollst du halt einmal und als frischer User schauen wir, was ist denn der Fehler? Michi scrollt nach unten, sieht visuell, da unten ist die Fehlermeldung, keine Ahnung, da ist Gleichzeichen. Naja. Jemand anders sitzt vor dem Stacktrace und sagt, Bug, kann nicht weitermachen. Und dieser blockierende Faktor, wenn du einfach hilflos bist und nicht weiter kannst, das ist entweder der Zeitpunkt, wo du sagst, ich brauche Hilfe. Bei uns gibt es im Slack einen Merge Request Buddy und IT Help und Git Help Slack Channel, wo du halt asynchron netterweise auch Hilfe kriegst. Aber wenn du die Möglichkeit nicht hast, dass du irgendjemanden fragen kannst, dann wird es extrem schwer. Ja, wenn du halt hast. Also das ist der eine Punkt und das habe ich jetzt gerade eben gemerkt, wenn wir Kollegen da gehabt haben von der Schule eben für ein Praktikum eben, ja, und da war Stacktrace oder im Prinzip Output, einfach nur Log-Output auf der Command-Line, ja, und wenn man das mehr oder weniger den ganzen Tag macht, ja, dann liest du ja nicht, was da an Myriaden an Zeilen Code über den Monitor flimmert, ja, sondern du siehst auf einen Blick, ja, dass in dem Logoutput, das war ein Kubernetes-Logoutput, ja, warum der Container nicht gestartet ist, warum er eben nicht gestartet ist, aber siehst du auf einen Blick her,
die arme Kollegin war erschlagen, ja, weil es ist ein Wall of Text in Konsole, ja, das ist ein Wall of Text in weiß auf schwarz, ja. Matrix. Hoffnungslos, ja. Hoffnungslos, genau. Es ist Matrix, da rinnt das Ding drüber, ja. Und du sagst, der steht eh da. Und du schaust durch, ne? Sie sitzt daneben und denkt sich, falscher Film. Ja? Und das zu vermitteln ist schwierig, ja. Es ist nicht unmöglich, aber es ist eine Aufgabe, ja. Vermittelt ihr die Information wirklich? Also ich meine, aus meiner Erfahrung ist es reines Trial and Error die ganze Zeit. Also ich probiere schon zumindest. Ich versuche es zumindest zu erklären, ja, was ich mir gerade gedacht habe, wie ich das da gesehen habe. Ja. Also irgendwie den meinen eigenen Gedankengängen da zu folgen, wobei das ist ja recht schwierig, ja, weil du musst da Backtracking von dir selber. Das ist kompliziert. Ja, das ist leichter gesagt wie getan, weil für einen selber ist es ja, du denkst ja nicht, du handelst ja. Ja, es geht ja intuitiv oder interaktiv, ja, aber na, ich versuche schon nach dem irgendwie verständlich zu machen, was da abgeht, ja, oder auf was man findet, oder zumindest auf welche Ecken man von so einem Logoutput schauen sollte, ja, um überhaupt irgendwie nicht komplett erschlagen zu werden, ja, von Informationen. Aber es ist immer recht interessant, weil ich versuche dann immer Leuten, C++, Michi wird das kennen, ja, kommt ein linker Error, ja, oder kommt ein Compiler-Error? Das ist schon mal eine harte Nummer, weil die meisten Leute das Jahre nicht verstehen. Wenn ein linker Error kommt, ist der Code im Regelfall nicht schuld dran, ja. Im Regelfall, jetzt gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, ich weiß, ja. Ausnahmen. Aber der Regelfall ist, was anderes ist kaputt, ja. Aber es ist halt, keine Ahnung, wenn du verschiedene Programmiersprachen, Ruby und was immer hast, die Stack Traces sind zwar konzeptionell ähnlich, ja, Regex, aber in Wirklichkeit trotzdem nicht. Die einen machen Structured, die anderen nicht. Die anderen haben es flat, die anderen haben es deep. Was meine ich mit Trial and Error? Weil ich habe bis heute keinem beibringen können, und das jetzt in 10 Jahren, ja, warum ich auf den C++-Code nur den Ding lese, ja, und ziemlich in den meisten Fällen einschätzen kann, wo ist ungefähr das Problem. Ja, genau. Ja. Nach 10 Jahren. Es ist ja total interessant, wenn ich mit meinem Kollegen, weil ich war ein Kollegen, der ist Softwareentwickler, ja, wirklich, der ist aus der Softwareentwicklung zu mir als Operations gewechselt, ja. Und wenn wir Log-Output über den Schirm scrollen sehen, ist für Bernhard zum Beispiel, für mich völlig klar, ja, wo das Problem liegt, ja, es ist quasi, springt das an, ja, also das schreit dann nachher, ja, das behoben zu werden, ja, löst mich, ja, genau, wo er drüben steht und sagt, keine Ahnung, das ist alles nicht Text, ja, umgekehrt nachher, ja, Kubernetes-Operator umschnitzen, ja, auf Golang, ja, und da kommt irgendein Stack-Trace aus seinem Logout, was er gebaut hat, damit er irgendwo die Exceptions dann mitkriegt über die Funktionen Schlangenmethode, ja, wo ich dann früh sitze und sage, aha, ganz genau, ja, wo er sagt, ist sehr völlig klar. Wo ich nachher sage, okay, ja, super. Wo hast du das jetzt noch einmal genau gesehen? Wo liegt das Problem? 10 Jahre Geschichte erzählen, ne? Lebensgeschichte ja. Erzählen, die halbe. Genau, sag halt, ja, ja. Ist spannend, ja. Genau, ja, aber es ist so. Manchmal kriegt man Fehlermeldungen, die tatsächlich in der ersten Zeile eigentlich verraten, was das Problem ist. Ja? Aber die sieht man dann auch teilweise nicht mehr. Ja, ja, genau. Oder man sieht nicht, in welcher Datei, in welcher Zeile, in welchem Charakter das ist, obwohl es eigentlich eh drauf steht. Mhm. Deswegen mag ich auch linker eher so gerne, weil da gibt es keinen Ort. Ne? Das ist halt der Hund. Ne? Ja. Ja, Leute, ja. Ja. Das ist ein super Thema, super, wie sie es entwickelt hat. Ich komme nochmal darauf zurück, ich nehme den Blogpost sehr, sehr gerne, wenn man richtig googelt, weil da kannst viel drüber schreiben und wenig drüber schreiben. Den aber ich finde das ein super wichtiges Thema. Den können wir ja kollaborativ machen, das ist ja kein Problem. Ja. Hat ja jeder seine eigene Erfahrung, ganz ehrlich. Da bin ich überzeugt, dass wir 4 allein in Hetz in dem Chat haben wir garantiert andere Tipps und Tricks und keine Ahnung was, ja. Wie spioniert man die Konkurrenz aus mit Google? Funktioniert wunderbar. Wie spioniert man GitHub aus, ja? Ich nehme immer nur 3 Sachen. Mehr nehme ich gleich nicht, weil ich den Leuten dann erkläre, schau, das kannst du in Google machen, das kannst du bei Amazon machen, das kannst du sogar in SharePoint machen, man glaubt es kaum. Minuszeichen geht überall und die Leute fragen, wie hast du das gefunden? Ne? Ich habe dir das eingegeben. Ne? Aber was meine Erfahrung ist, es gibt echt einen überwiegenden Mehrteil, die unfassbare Probleme haben, im Suchmuster zu denken.
Ja, weil ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Arbeit ist, ja, aber ja. Privat nutzt du meistens Google-Ding und solche Dinge. Eher suchorientiert, sage ich jetzt einmal. Ja. Mhm. Mach das einmal in einer Enterprise. Also bei uns in der Enterprise, wenn ich nicht die hierarchische Clicky-Clicky habe, die meisten denken so, ja, dann bringen die gar nichts zusammen. Dann frage ich immer die Frage, was machst du zu Hause? Du machst deine Steuererklärung auch. Bei Google irgendwie eine Hierarchie aufgebaut. Und das ist witzig, dass du zwei Welten hast mit denselben Personen. Ja. In der einen ist es normal, in der anderen nicht. Ja. Mhm. Bis heute verstehe ich es nicht. Ja. Ich kapiere es nicht. Das ist richtig, ja. Und aber vielleicht halt, können wir die Diskussion anregen, indem wir quasi jetzt einmal einen Blogpost schreiben und unsere Gedanken austauschen, dann halt aufrufen, wir haben momentan keine Kommentare, aber das wollte ich mir noch anschauen, halt versuchen, eine Diskussion zu fördern oder vielleicht kommt da mal jemand Neuer dazu und wir sprechen dann nochmal drüber. Weil das Thema ist super wichtig. Kannst du eine Such-Challenge draus machen? Schreibst du irgendwelche Dinge? Überlegt sie, wir suchen irgendwas. Wurscht, ja? Und dann mach einfach mal live, dass alle gleichzeitig bei uns einfach nur das live gestreamt einfach suchen, ja? Das wäre eine Katastrophe. Das findet, ja? Das ist sicher, aber das war, aber du hast gesagt, du suchst Inspiration. Das ist ja, klar, ja. Ja, nein, absolut, ja. Definitiv, ja. Such, nein, Katastrophe war ja positiv gemeint im Sinne von, Fehler lernen viele am meisten. Also, auch die, was zuschauen, ja. Was du gemeint hast, ist, wie heißt das, Education Entertainment? Und du, genau, du brauchst dann eigentlich Disaster-Payment, ne? Ja, genau. Ja. Also wie, wer, wo und warum. Und es ist ja durchaus auch interessant. Nur weil man nicht das gleiche Ergebnis findet, heißt das nicht, dass jemand anders falsches oder nicht richtiges Ergebnis findet. Das ist ja so verankert in unserer Kultur. Ja. Also es werden immer die Fehler gezählt. Und praktisch nie was richtig geschrieben wird. Das habe ich bei einem Talk beim Niklas auf der DevOps Gathering ja gezeigt. Ja. Nur weil jemand nicht dasselbe findet, heißt das ja nicht, dass es nicht das andere nicht genauso richtig oder wichtig ist, ja, was er gefunden hat, ja, weil es vielleicht ein ganz anderes Bild auf das Problem oder auf die Herausforderung, die er gerade googelt, ja eben auch wirft, ja, oder vielleicht einen ganz anderen Gedankengang ja anregt, um vielleicht das Thema ganz anders zu betrachten. Ja. Und was du nicht außer Acht lassen darfst, bei mir führen meistens nicht ein Ergebnis zu meiner Lösung, sondern 5, 10, 20 Sachen, die ich gelesen habe. Das ist alles. Ich muss Information aggregieren, kumulieren, aufbereiten. Ja. Und das ist noch viel schwieriger, das ist genau, weil das ist Transferleistung im Kopf. Das ist Rechenleistung im Kopf und das ist noch viel, viel, viel schwerer als wie so viel. Also das ist, glaube ich, das, was heute ja Technologie oder technische oder wissenschaftliche, also insbesondere naturwissenschaftliche Themengebiete so schwer macht, ja, weil du eine Transferleistung brauchst, um viele Ergebnisse zusammenzuführen, ja, und eine Korrelation herzustellen, um dann auf die eigentliche Lösung eines Problems zu kommen, ja, weil die Lösung gibt es nicht, ja. Die ist nicht da, ja, die hat da niemand, ja, weil jeder schreibt zu Recht nur sein Teil und auf die Sicht der Dinge und du kommst wieder mit einem ähnlichen, aber nicht demselben Problem ums Eck, das habe ich mit Peter diskutiert, ja. Es ist eine Millimeterarbeit im Endeffekt, dann das wirklich so zusammenzubauen, nachher die Ergebnisse, dass das wirklich für dich wiederum eine neue Lösung ergibt. Das ist viel. Das braucht das viel Kapazität, ja. Das stelle ich mir bei GitLab oder bei Firmen, die halt verteilt sind, über den Globus auch gut vor, weil ich finde auch, wenn du 5 Leute hast, ja, die alle sehr, sehr unterschiedlichen Hintergrund haben, am besten hast du den Programmierer, nehmen einen Lehrer, nehmen wen auch immer, ja, dann geht am meisten weiter. Ja, weil ja, absolut, ich habe früher zum Beispiel, wenn ich in der HTL-Zeit ja, eine technische Zeichnung machen habe müssen, ja, und das heißt, okay, das müssen wir zusammenbauen können. Einmal dachte, okay, jetzt gehe ich zu der Person, und wenn ich das jetzt live sage, hoffentlich kriege ich keine Erfüllung, ja, bin ich natürlich zu dem gegangen, wo ich denke, die am technischen wenigsten drauf hat, bin ich meine Mutter gegangen. Ja. Und habe gesagt, kannst du es zusammenbauen? Ja. Und du kommst halt dann relativ schnell drauf, ja, wie der andere denkt. Und das Lustige ist, jeder lebt, so wie du sagst, jeder lebt in seiner Bubble, in seiner Welt. Das gilt für den Kopf, das gilt für die Themen, ja. Aber es ist total witzig, du redest mit irgendjemandem, der überhaupt keinen Plan zu dem Thema hat, ja. Der kann da teilweise 3 Wörter sagen, ist klar, gemacht, ja. Genau, du kannst mit einem Techniker Stunden reden, ja. Dann kommst du vermutlich auf, ja, keine Ahnung, Exceptions sind scheiße oder gut oder weiß ich was, ja.
Aber bei der eigentlichen, wie sagt man da, du brauchst jemanden, so einen Sparringpartner, der am besten so ziemlich jeden Gedanken, den du hast, einfach zerschreddert, ja? Ja, genau. Ja. Da bringst am allermeisten weiter. Das habe ich mir auch in der Arbeit auch angefangen, dass ich wirklich Leute suche, du sagst Kaffeetratscherl und keine Ahnung was, und halt langsam über so ein Thema anfange. Und das Lustige ist, dass die wirklich tatsächlich die Lösung oft liefern, ja? Auch wenn sie es selbst gar nicht mitkriegen. Ja, schon klar. Ne? Das ist cool. Ich habe das damals mit meiner Azubi gehabt, wo wir irgendein Cluster-Message debuggt haben und ich war halt technisch total tief drinnen. Da fahren wir so, ja, probieren wir es doch so mit Docker Agent, schieß mich du. So, aha, interessant, würde nie anfangen zu arbeiten, aber probieren wir es aus, passt. Lösungsansatz. Und dann hat iterativ so weit weitergetrieben, bis wir dann zu einer Lösung kommen sind, oder zumindest einer geglaubten Lösung. Und das Feedback, was ich dann erkriegt habe, ist, dass das super ist, dass der Azubi nicht wie der Nichtswisser oder der Nichtskönner behandelt wird, weil das ist ja in der heutigen Gesellschaft immer nur ein Problem, dass der Azubi nur zum Kaffee holen geschickt wird und eigentlich, naja. Und dass wir halt gemeinsam zu einer Lösung kommen sind. Also völlig wurscht, ob das dann der Azubi mit dem Senior Developer war oder umgekehrt. Du willst das, so viel ineinander, so muss ich es halten. Du brauchst halt dieses Zahnrad, wo du dich gegenseitig ergänzt und ja, dann das erfordert, die Frage stellst, so macht das Sinn? Aber ja. das kann ich bestätigen, weil das habe ich mir jetzt gerade mit meiner Kollegin gehabt, wenn wir uns eben aufgrund dessen Terraform angeschaut haben, ja, ich kann planen, sie auch kann planen, ja, als grüne Kollegin, ja. Und sie hat sich das dann angeschaut, da bin ich dazu gekommen, weil ich mir gedacht, aha, so kann man es auch machen, ja. Also, boah, total spannend, da war ich baff, ja. Also, das mache ich ja gerne, ja, weil das fordert mich oder meine Kollegen und mein Team, ja, neue Dinge zu lernen, ja, also im Sinne von, also nicht auf der technischen Ebene, sondern sich wieder darauf einzulassen, ja, zu sagen, okay, schauen wir mal, was der andere bringt, weil der bringt das meistens in einer anderen Form, weil er völlig unvorbelastet auf ein Thema zugeht, so wie die Kollegin auf der Form nie gehört, nie gesehen, von gar vorhanden, Doku lesen, von oben bis unten, ja, sagt, bau das zusammen für die GCP Cloud, mach mal, du einfach, schauen wir mal, wo wir rauskommen, ja, und dann kommst du dazu und denkst, wow, ja, also, so hätte ich es nicht gemacht, ja, aber boah, ja, Hut ab, da habe ich auch was gelernt davon, ja. Und das ist ja, also, aber spannend, nur muss man sich auf das muss man sich auch einlassen, ja, das ist. Wollen, ja. Ja, nicht immer so. Ich finde es immer am schönsten, zumindest ist das halt quasi meine, wie sagt man da, so habe ich mit PCs halt mit 7, 8 Jahren angefangen, wo ich relativ schnell gelernt habe, okay, noch zweimal PC geht nicht, in Papa gegeben oder keine Ahnung was, ja. Und irgendwann einfach, ich muss immer warten und denkst was und dann aber probierst du das selbst, ne? Natürlich habe ich gleich 4-mal richtig schön den Bach runtergeräumt, ja. Und immer wieder probiert und immer probiert und immer und immer und immer, ja. Und irgendwann kommst du dann drauf, okay, wenn ich es oft genug hinmache, ja, dann weiß ich irgendwann einmal, wie es funktioniert. Und das hat sich mein ganzes Leben durchgezogen. Das Erste, was ich mache, richtig, ja, wenn ich ein neues System kriege, ist, ich schaue, wie ich es am besten umbringe. Ja? Ja, genau. Ja. Erstes, das ich tippe mal null ein, den Title, solche schönen Dinge, non. Das ist das erste Ding, das ich mache. Ja? Einfach nur zu schauen, wie läuft das, wie reagiert das. Ja? In Operations läuft es ungefähr bei mir auch gleich. Ja? Also, wenn ich ein neues System kriege, wenn ich mir was Neues anschaue, dann mache ich es einmal zuerst einmal zerlege, sind alle Einzelteile, wenn ich es nicht mehr zusammenkriege, ist scheiße. So. Weil dann hat irgendwer irgendwo irgendwas eingebaut, was man zwar auseinanderkriegt, was das ja so wie diese Steckverbindung bei iPhones und so weiter, du kriegst einmal zusammen, aber nie wieder ganz auseinander, ja, also schon einmal auseinander, aber danach nie wieder zusammen. Also ja, klar, ja, aber es macht Spaß irgendwie, oder? Aber das Interessante ist, ich glaube, das ist auch die Lehre im Leben in Wirklichkeit. Die Leute, die quasi gelernt haben, wenn ich schneller einen Fehler mache, ja, und der ist nicht böse. Ja. Fehlerkultur. Dann kommst du weiter. Die Leute, die dann quasi, du machst einen bösen Fehler, ist in Enterprise sehr üblich. Ne? Du hast einen Fehler gemacht, du bist schuld, bla bla bla. Ja, klar. Ja. Und das ist auch zum Beispiel unterschiedlich in der Silicon Valley und europäisches Denken, sage ich jetzt einmal. Ja, Silicon Valley ist ja auch noch klein, ich rede ja nicht vom Rest. Ja. Tut es halt fehlen. Also, wenn du dort eine Firma in den Sand setzt, ist das, ja, ist halt, ne? Wenn es bei uns eine Firma in den Sand setzt, anderes Thema, ja? Ja, das ist halt eine Mentalitätsfrage am Ende des Tages. Also dieses Hinfallen und halt ist in dem Sinne, das ist halt also kulturell und so in Deutschland
ist es ja auch, ich glaube, ist euch vielleicht auch nicht so, also da ist es halt eher verpönt halt sein, dass man halt Fehler gemacht hat und man macht einfach weiter und so. Aber ich glaube, das liegt an uns allen, dass man auch diese, gerade gegenüber jüngeren Generationen eben mit dem Themengebiet ja jetzt uns irgendwann ablösen, das irgendwo vermitteln, dass das eben nicht mehr sein sollte eigentlich. Ja. Genau. Das ist absolut wichtig, ja, weil das kann es nicht sein. Ja. Also diese Fehlerkultur, die was es gegeben hat oder gibt, gibt in Mitteleuropa, ja. So wie es damals eh, glaube ich, mit irgendeinem Gedicht gemacht habe bei der FOPS Gathering, ja, wo ich einmal die Worte gezählt habe von zwei Versen, glaube ich, vom Erlkönig, glaube ich, habe ich da auf gebeamt auf dem Beamer. Ja. Dann habe ich 4 Fehler reingemacht, habe gesagt, das ist ein 5er, ja. Und da weiß man, es sind einmal 2% von dem scheiß ganzen Text, ja. Und 98% sind richtig, aber du kriegst trotzdem noch 5er. Mhm. Wenn ich dann mich auch frage, ey Leute, findet das Problem? Also, hallo, Problem? Und dann aufregen, dass es woanders, man sagt rein, dass alles gut ist, ja, aber was zumindest das anbelangt, schneller, einfacher, effizienter, lustiger und besser vorangeht, ist aber Nummer 1 plus 1 dann, ja. Aber okay. Mhm. Aber es ist, ja, das muss man machen, ja. Ich versuche meine neuen Mitarbeitern immer dann so eine Sache zu erklären, das ist, glaube ich, der meistgesagte Satz, den ich sage seit, glaube ich, 10 Jahren, ist: Prepare for change, not for plan. Ja, genau. Ja. Ich weiß immer, sagt zum Mitarbeiter, so wie zum anderen Kollegen, der was gekommen ist, ja, wo er das erste Mal das System versenkt hat, habe ich gesagt: Super, passt, jetzt bist du dabei. Jetzt zählt es. Ja, dafür ist das nur blub, ja, es kann jedem passieren, ja. Nein. Wir können daraus lernen, wenn wir es dann nicht mehr zusammenkriegen, dann haben wir es sowieso komplett falsch gemacht. Ja, aber meistens ist es so, dass eh nichts passiert, ja, wenn wir eh als 17 Mal abgezählt haben. Aber man braucht einmal diesen Nervenkitzel, diese Spannung. Selbst wenn was passiert, dann hast du halt eine Verzögerung drinnen oder es ist ein Bild. Aber viel wichtiger ist, dass derjenige merkt, ja, es ist was passiert, aber es, mein Gott, es geht die Welt nicht unter. Ja, und das, man lernt daraus und nächstes Mal ist okay. Ja, passt. Ja, und dass du das Feedback halt auch in einem One-on-One gibst. Und nicht genau, sagst, ja. Nicht in der Gruppe, übrigens, ja, genau. Der oder die hat genau, was falsch gemacht. Hurra, ja, kennen wir ja alle. Passiert. Genau, ja. Aber das habe ich bei GitLab auch immer sehr, sehr gemügt. GitLab hat ja zweimal schon so coole Szenarien gehabt, glaube ich. Einmal die Database, die Production Database mal wegschießen. Ja. Und das zweite Mal. Was war das zweite? Ich weiß gar nicht mehr. Und da habe ich cool gefunden, da habe ich durch Zufall das Ticket gesehen. Ja? Mhm. Und habe so cool gefunden, da, ja, und komisch, die Reaktionszeit ist so langsam. Und du hast halt wirklich zuschauen können, live, was halt passiert. Ne? Und dann hast du immer gedacht, okay, mach jetzt mal Grafana auf, das Dashboard, und schauen wir mal, was passiert. Ne? Und dann hast du, ich glaube, eine Meldung hat man noch gesehen, irgendwas macht er jetzt. Ja? Und auf einmal war ganz GitLab weg. Ja? Ah, genau, zuerst war GitLab CI extrem langsam, deswegen ist mir auch aufgefallen. Ja? Auf .com. Ich glaube, das war Cloudflare DNS oder so. Ich weiß nicht mehr, was genau. Nein, es war, also da war ich ja drauf, ja, weil irgendjemand von GitLab war dann so nett, ja, und hat das Google-Dokument geteilt, wo der Ablauf dann drin stand ist mit den Timestamps, nämlich wo sie da zugeschrieben haben, wer was gemacht hat, ja. Und das hat der Public irgendwo auf Twitter, ist es kurz durchgeschwommen, ja. Ja, da waren, glaube ich, von Minuten waren da 1000 Leute drauf, genau, weil das war nämlich mit dem PostgreSQL, mit dem Sprayer von den SQL-Statements. Und da hast du dazu schon kennen, wie das Dokument sich fühlt. Aber das war total lehrreich, oder? Also für mich war das total lehrreich, wie man damit auch umgehen kann. Ja? Und das war mitunter auch der Grund, warum wir dann auch gesagt haben, wir machen es auch bei uns in meiner Gruppe auch transparent, ja, mit den Tickets. Ja? Weil das war ein cooler Weg. Kannst du nur lernen. Was ich gesehen habe, war dann, der Techniker, was halt dann bearbeitet hat, hat noch geschrieben, ja, ich mache das und das jetzt, GitLab.com weg. Ja. Und es war so cool, weil man hat dann schon gesehen, okay, nach 10 Minuten hat es dann eh wieder funktioniert, aber ich habe es total interessant gefunden, dass du jemand wirklich live in dieser Skalierung, ja, live dafür zuschauen kannst, wie es entweder voll in die Hose geht, ja, oder Ding, aber am Ende des Tages, ja, ist wurscht. Ja, klar. Solange es nicht sowas macht wie Garmin, ja, okay, Verschlüsselung und 6 Tage sind wir tot, ja. Und dann zahlen wir auch noch das Geld. Ist nicht viel passiert, ja. Was mir zum Beispiel, weil diese RCA-Tickets oder diese es geht was kaputt-Tickets werden ja meistens auf dem GitLab-Status-Account auch geteilt oder auf der Webseite.
Du kannst irrsinnig viel lernen, obwohl du selber nicht mehr ein Ops bist, was ich ja nicht mehr bin, was jetzt, wie du an Problemanalyse herangehst, wie das Ganze funktioniert. Und was mir natürlich hilft, ist, ich sehe dann, welche Kollegen sind involviert, wer ist der Experte in was und wie funktioniert das. Und manchmal, also hin und wieder war ich auch schon selber live dabei, hat man zwar nichts außen gesehen, aber dann sage ich, ja, aber probieren wir doch einmal DNS oder probieren wir doch einmal das. Und warum? Wir haben einmal ein Deployment-Problem gehabt im Blog, dass es so ewig lang gedauert hat, weil der bei dem Upload in die Google Cloud einen CRC-Check gemacht hat für jede Datei. Und da war irgendein Modul nicht installiert und das hat er dann halt händisch mit der CPU berechnet. Und dann war die Pipeline halt irgendwie eine halbe Stunde dauert. Und dann habe ich irgendwie so, ja, das können wir doch ändern. Ja, okay, das sollte man dann machen. Und wenn du das, das hat ein gewisses Momentum und da war es mir dann auch völlig wurscht, ob es eins in der Nacht war, weil ich bin einfach da gesessen und habe mich wohlgefühlt, weil wir im Team gearbeitet haben und weil du halt gesehen hast, dass irgendwas passiert. Es passiert was und ich kann live lernen dabei. Also Live Learning ist super. Problem ist nur, dass meistens irgendwas dabei kaputt geht, aber ohne dem macht es aber keinen Spaß. Irgendwo, irgendein Einsatz braucht man schon, so wie beim Poker. Also hallo. Hallo. Also nur Einsatzzeit, dann das Risiko, dass das richtig schön kaputt geht. Irgendwas braucht man schon. Okay. Das sind die Nächsten, in denen sie es live streamen. Sie nehmen, wie mache ich es am schnellsten? Wer macht es am schnellsten kaputt? Ja, wobei, da gibt es auch nette Ansätze. Da können wir nochmal über Chaos-Engineering. Ja, Chaos-Engineering. Es ist jetzt Session hochgekommen, machen, ne? Dass die auf AWS wollen die eine neue Region haben, AWS Chaos 1, wo halt alles nicht perfekt funktioniert, damit sie halt ihre Services da auch mal testen können. Ist das sowas wie Netflix Chaos Monkey? Ja, genau. Ja, also genau, nur, dass AWS das selber halt in der ganzen Region anbietet, dass man da auch dann solche Probleme halt schon vorher predikten kann. Also sprich, weil die Idee dahinter ist einfach generell hinter dem Chaos Engineering, dass man, man könnte das auch alles durch formale Methoden, alles halt auch alles durchkalkulieren. Das ist aber wie Scrum, das macht keiner am Ende und das ist einfach viel zu aufwendig. Manchmal muss man einfach nur probieren und Maschinen sind immer billiger als Menschen. Entschuldigung. Applaus für den. Das war jetzt das Finale heute. Und man testet es, dann einfach lässt es halt kaputt gehen und sieht dann halt, was passiert. Ja, alles, was regelmäßig passiert, bist du dann gewöhnt. Ne? Und das war ja, glaube ich, die Idee bei Netflix mit diesem Chaos Monkey. Ja, wir schießen einfach random das Production System. Ja, das finde ich auch cool. Ja, also im Endeffekt halt dran, Schiffe versenken, abgekupfert. Ja. Ja. Aber beim Monolith würde ich es nicht machen. Ja. Beim Microservice ist okay, beim Monolith nicht gut. Ja, man kann ja aber auch ein Distributed Monolith haben. Ist ja okay. Ja. Genau. Das kommt auf den Punkt zurück, was du schon gesagt hast, nicht jeder sollte Kubernetes machen. Ich finde auch nicht, dass die allermeisten nicht Microservices machen sollten. Ja, aber bevor wir da jetzt einsteigen, hätte ich gesagt, Docker soll jeder machen, weil Docker cool ist. Wir haben ein cooles Logo, weil danach suchen wir ja nur die Produkte aus. So wie jeder GitLab machen sollte. Und Docker ist nur ein Paketierungsformat am Ende des Tages. Das ist richtig. Und Helmcharts ist genau das Gleiche. Und installieren dann mal alles mit Curl, weil das ist sicher. Curl PyBash. PyBash Sudo. Super. Bevor wir für heute Schluss machen, ich wollte nur die Idee aufgreifen bezüglich Live-Challenge und irgendwas googeln oder irgendwas probieren, weil ich noch Stacktraces und anderen Geschichten überlegt habe. Wir konnten ins Forum reinschauen, GitLab Forum oder irgendein anderes Community Forum, weil da sind Fragen und ich weiß, das sind sehr viele Fragen zu Themen, wo wir wahrscheinlich keine Ahnung haben. Und es wäre einfach interessant rauszufinden, wie wir in der Runde sagen, gemeinsam, Anna hat einen Screen offen, wie löse ich das Problem jetzt? Google nach dem, schau dir das an. Wir nehmen uns einfach random ein Ticket, damit keiner von uns vorbelastet ist. Ja, also. Ja. Weil sonst macht es keinen Sinn, ja. Ist es dann so, dass wir dem Handy den Button drücken, hast du dann einen zweiten Button für jetzt Ticket? Ja, genau, okay. Cool. Statt Intro und Live, Ticket. Challenge. Wir können uns ja ein Ticket raussuchen, also ist wurscht. Wichtig ist, dass es random ist, weil, wie gesagt, Vorbereitung ist, killt jede Challenge. Also. Ja, klar. Außerdem soll es ja für uns ja auch was bringen, so ist es ja nicht. Ja. Soll für uns ja auch gegenseitige Erfahrungen bringen, ja.
ist ja das Spannende, ja. Zu merken, wie wir arbeiten, wir miteinander und mit nach welchen Methoden wir jeder arbeitet, ja. Wenn wir nach 3 Stunden noch immer keine Lösung gefunden haben, dann machen wir es beim nächsten Mal halt wieder. Das kenne ich schon. Findet. Ja, mein Gott. Das ist dann wie bei den Serien. To be continued. Das ist ja geschah, ja. Dann die Schnitten noch 10 Sekunden. Der Niklas deckt sich schon so Teil. Ich kann nur eine Story davon erzählen von einem Meetup, weil wir im Meetup immer so anstellen. Kennt ihr Codecutters? Dass man Probleme halt in verschiedenen Programmiersprachen halt einfach löst, also immer das gleiche Problem. Und wir haben das nur mit Containern gemacht. Dass uns irgendeiner sagt, wir machen Mod, wir machen irgendeine Programmiersprache, ihr sagt was, wir gucken uns das einfach an und bauen das einfach selber nach. Aber einer darf nur vorne schreiben, weil wir Mod-Programming gemacht haben, einer darf nur tippen, der andere darf ihm nur was sagen und die anderen gucken halt zu. Und wir haben uns mit so einem einfachen Gradle-Container einfach, bis wir dann irgendwie, das Ding, das lustig ist, Ding im Docker-Container liegen es, wenn man den Docker-Container normal gestartet hat, im Docker-File liegen es nicht. Und bis man dann da drauf gekommen ist, dass irgendwas in dem Upstream-Docker-File einfach so komisch war, weil da ein User-Switch drin ist, das ist halt dann auch einfach mal 2 Stunden gedauert, obwohl es ein einfacher Container halt war. Aber alle haben sehr viel daraus gelernt. Ja. Ich will nur eine Thematik, ich will nur kein SSL machen, weil SSL ist immer anstrengend. Ah, na geh. Na schade. Das macht so viel Spaß in C++ und C. Ja, sorry. Eine von den schlimmsten APIs, die ich jemals gesehen habe, aber sie funktioniert halt hin und wieder. Hast du doch nicht die Windows-API gesehen, oder? Doch, ich kenne auch die Perf-Counter, die in Englisch und Deutsch unterschiedliche Namen haben. Super, oder? Anderes Thema, da kann ich stundenlang drüber sinnieren. Okay. Passt. Hat mich sehr gefreut, war super, super spannendes Thema oder mehrere spannende Themen. Und ich hoffe, dass sich einige Leute doch die 1,5 Stunden reinpfeifen und ein bisschen was lernen, wenn sie wollen. Und wir schauen einfach nächste Woche, nächste Woche ist KubeCon. Wir können nächste Woche zum Problemlösen anfangen und ein bisschen über KubeCon quatschen, je nachdem. Selbe Zeit. Und damit sagen wir auf Wiederschauen und ich stoppe mal das Recording.